Guten Tag. So, ich wollte mir jetzt noch die Skills von Deva durchlesen, aber jetzt ploppt ihr dieses Fenster auf und ich war erstmal Schockstarre. What the fuck, Mann? Sorry, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre. Ich glaube, ich werde krank und habe irgendwie viel zu lange geschlafen und werde irgendwie ums Verrecken nicht wach. Aber guten Abend mal oder guten Abend. Guten Tag. An Gurgler und Snuggle und wer auch sonst noch so da ist. Lass mich mal lugen. Petos, Skinny, Slowcool, Virus, Valnar und Srazer-Team. Srazer-Tim. Und Oliver natürlich. So, was sagt ihr zu diesem Update hier? Jesus. Ich werde verarscht. Wir müssen das mal gleich mal ausprobieren. Ich glaube das irgendwie nicht. Das wäre quasi wie, bei den anderen Spielen. Destiny 6 und so weiter. Nee. Ja, machen wir jetzt einfach mal aufwerten. Was passiert dann? Auto aufwerten. Oh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Machen wir mal einfach 12. Was passiert dann? Und wir können jetzt gehen. Really? Oh mein Gott, da warten wir jetzt 4 Jahre drauf. Hallo Zeki, guck mal. Nice du. Irgendwas spiegelt sich in meiner Brille. Kann das sein? Irgendwas Blaues. Nee, meine Brille ist nicht blau. Oh, guckt euch mal das an. Guck mal jetzt am Ende, was passiert. Also die Rune. Obwohl, 19% HP. Hä? Die ist ganz schön gut geworden. Heilige Scheiße, Mann. Crit-Schaden, meh. Defense wäre mir jetzt lieber gewesen, so eine schöne Bruiser-Rune oder sowas. Das darf nicht wahr sein. Guck mal, endlich. Stellt euch mal das vor. Wir können jetzt wirklich, ich habe ja wirklich so ein Problem. Ich gehe duschen und suche mir was, was in der Zeit durchläuft. Ohne dass ich jetzt irgendwie Zeit verschwenden würde. Eine Dungeon reicht schon nicht mehr. Teilweise farme ich Biester, weil die einfach so 3, 4 Minuten gehen. Und jetzt denke ich mir, da kann ich auch mal kurz 2 Runden haben. Gehe zwischendrin raus, drück nochmal und mach die nächste Runde. Ach. Oh. Vorher-Nachher-Bildschirm. Hi One Pace und danke für dein Follow, Mr. Goggler. Mega geil, ganz ehrlich. Wieso kommt es erst jetzt, ihr Schweine? Wir könnten noch Kritschern wegmachen. Resistance drauf, dann hätten wir richtig schöne Bruiser-Rune. Aber Attack 10, machen wir lieber Attack weg, ja? Ah, das Update ist ja mal. Was ist sonst passiert? Ich habe gar nichts mitbekommen. Aber das ist das eine Paket, oder? Das ist das Special-Paket. Ja, okay. Da gerade schon wieder ein neues. Was gibt's da eigentlich? Also eigentlich müsste ich es ja kaufen, aber mehr Platz im Lager. Nein. Was mal das Wichtigste zusammen? Ja, Runen, hä? Bisher bin ich noch nicht weitergekommen. Ja, das Paket sollten wir eigentlich kaufen, aber. Lass ich mal gucken, wo steht das Update? No, hier nicht. Ja, das Paket ziemlich nice ist eigentlich. Also, wahrscheinlich für mich besser als das Transzendenz. Weil Transzendenz, die Chance, dass ich einen Dupe kriege, ist halt auch ultra hoch. Hier steht nichts drin, was. Ah, doch, da. Die Funktion 10-mal aufwerten wurde zur Auto-Aufwertung. Okay. Haben wir jetzt ja gesehen. Mega nice. Habt noch nicht mal. Ja, hallo, es ist 50 nach 12, also so viel. Ich bin ja auch noch nicht verpasst, ich habe auch noch nicht angefangen. Machen wir gleich. Wir gucken jetzt aber das Update doch, weil anscheinend irgendwas passiert ist. Und die Kosten sind verringert worden, ha?
Kaufst du alles? Ja, die guten kaufe ich eigentlich schon immer. Im Moment bin ich so ein bisschen, sagen wir das vor, lasse ich nur nebenher laufen und solange es mich nicht juckt, will ich eigentlich kein Geld ausgeben, aber das Paket juckt mich eigentlich schon tierisch, aber 110 Euro schon wieder, fuck me. Slot-Erweiterung 57, okay. Ja. Werde ich instant machen, aber... Turm der Prüfung, ein Speiersymbol für Monster. Oh! Nani, endlich! Shit, wirklich? Ey, wirklich, das ist mega nice. Jetzt können wir endlich uns feste Teams für TOA machen. Oh. Ey? Beschwörung eines 4-Sterne-Monsters. Beschwörung eines 4... Ah, plus. Okay. Ja, ich weiß, ich supporte die, aber brauchen die Support gerade? Die faulen Schweine? Ja, 110. Ich würde es mit Amazon Coins kaufen. Dann sind es keine 110. Oh Gott, jetzt habe ich rausgezoomt, jetzt ruckelt es wieder. Dieses Drecksding. Ich spiele übrigens auf BlueStacks. Ich finde, es läuft so beschissen. Ich komme von einem iPad, also ich bin echt verwöhnt, was da FPS angeht. Okay, auch nix. Dann kurz die Monster-Slots auffüllen. Ah, okay, stimmt das. Das ist das Gute, wenn man nur farmt und sonst nichts macht, dann hat man immer genug Mana übrig. Ja, mir passiert nichts, solange ich nicht gehackt werde. Und selbst wenn, also ich glaube ja, so viel wie ich reingecashed habe, müsste ich meinen Account wieder zurückbekommen. Sonst halt ja RIP. Hinter Heaven hat eine Rune auf. Hm, okay, kein Speed drauf, naja. Es kann an sich nichts passieren, wenn ich hier es benutze. Werde ich aber gehackt und brauche Support für meinen Account, weiß ich nicht, wie das inzwischen aussieht. Also voll viele Streamer verwenden inzwischen BlueStacks, YDCB und alle, die richtig reingecashed haben. Also ich glaube, wenn es da wirklich ein ernsthaftes Problem geben würde, würden die es auch nicht machen. Ich würde es aber trotzdem niemandem empfehlen. Jojo, ich bin mit X7 in der Gilde. Also ich empfehle es niemand, weil einfach, das müsst ihr für euch selber wissen. Ich will da nicht schuldig sein. Also voll viele. Ja. Fast alle, die ich kenne. Nicht die Deutschen, weil die sind Pussys, aber ich bin zumindest der Erste, glaube ich. Oh, Nani. Habe ich euch weggefistet. Und diese Woche läuft auch echt krank. Also Verteidigung, ich weiß ja nicht. Also diese Woche gegen alle möglichen habe ich so viele Wins und Draws und Gedöns. Guckt euch mal das an. Was, die entrennen dich recht fix? Entbannen? Ach so. Also ich denke auch, wenn man gerade als Streamer dann auch noch zusätzlich, also wenn hier mal 5000 reingeflossen sind, müssen die eigentlich schon sagen, hey komm, eine Minute können wir ja gucken. So, was wollten wir jetzt noch machen? Die Diva-Skills doch lesen, für Krogler gucken. Krogler. Um zu gucken, was die eigentlich genau kann. Ich habe nur gesehen, die ist Hate to Hate und habe erst mal gedacht, what the fuck? Ich habe gar nicht durchgelesen, was die kann. Ich meinte eigentlich, alle sind gut. So, also, Attack Leader für Arena. Okay, besser als gar keinen. Fangen wir mal mit dem ersten an. Was ändert sich? Greift den Feind zweimal an und verursacht mehr Schaden, umso niedriger die gegnerische HP ist. Zusätzlich, wenn sich eine Boomerang-Kriegerin und bla bla bla, wird bla 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 bla, zusammen Angriff. Okay. Greift alle Feinde zweimal mit Chakrams an und betäubt den Feind. Also Betäubung quasi. So, und passiv. Verursacht Schaden, der die Verteidigung des Feindes mit einer Chance von 25% ignoriert. Es ist schlecht. Ja, wenn der Feind unter Unfähigkeitseffekten angegriffen wird. Oh Gott. Okay, das ist wirklich nicht gut. Also, nur wenn sie gestunt ist. Also, wenn die Gegner gestunt sind, habe ich dann eine Chance auf ein Ignore. Ja, okay.
Gut. Sag mal so, ich werde 4 in China pumpen und eine behalten. Ha? Also, so im ersten Moment jetzt. So, mein Gammel-TUA-Team. Ich muss gerade mal gucken, ob das eigentlich das Richtige ist. Ja, ich habe ab und zu noch Chandra mit dabei. Aber wir müssen gucken, dass wir hier stunnen. Weil wenn die mal drankommen, ich glaube, die ficken auf 8 oder 9 oder 10 dann wirklich jede. Ich komme hier weg. Ich denke mal, ich werde später auf mein TUA-Team umsteigen. Mal gucken. Weißt du, warst Ersatzteilnehmer? What the fuck? Bei dir steht, ich wollte gerade sagen Kanto, aber das steht Konto, what the fuck. Hi Exe, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Du hattest ja damals Exe die Dark, gell, Variante von denen. Sonst hätte ich dir jetzt mega RIP gesagt. Okay, da geht's ja gerade doch mal, ja. Wieso haben wir eigentlich keine Musik? Wieso sagt er nichts? Hä? Ich müsste ja Musik haben. Discord? Oh shit. Wart mal. Da muss ich umbauen. Sofort. Ich muss umbauen jetzt. Oh Gott, sorry. Ich war jetzt nicht für Discord gewappnet. Oh Gott. So, 18 Zuschauer, guten Abend, guten Tag an die Leute. Lass mich mal gucken, wenn ich die Quelle jetzt umstelle. Wieso habe ich keine Musik? Headset. Ey. Es schaltet sich nicht um. Okay. Hätten wir das. Lucky ish is stupid. Okay, Musik hätten wir. Discord, lass mich googeln. Da. Hallo. Na, hallo. Wie geht es Ihnen? Gut. Haben Sie den Screenshot schon gelesen, was ich in die Gruppe gesendet habe? Nein. Und der ist ganz interessant, da geht es ums Weihnachtspack. Oh no. Es gibt jetzt, da sich viele Transzendenz nicht gekauft hätten, ein Blessings of Summoning. Was? Heißt, wenn du ein 4-Sterne-Monster ziehst, kommt, spawnt ein zweites 4-Sterne-Monster, zwischen dem du wählen kannst, und beim ersten Nat 5 und zweites Nat 5. Was? Das heißt, wenn du Transzendenz-Pack kaufst, hast du 2 Nat 5 zur Auswahl, wenn es bald in Transzendenz kommt. What the fuck? Warte mal, wo hast du das gepostet? In der Leidig-Sack-Gruppe, dem Post auf Reddit. What? Das ist ein Item mit dem Text dazu. Also das Bild nicht, aber der Text von den Items steht da drin. Ja, okay. Also das ist in der Zeit, wo man das Paket hat, oder kriegt man das als Buff oder sowas? Ich vermute mal, wenn es so kommt, wie dass es halt wahrscheinlich zum 100-Euro-Pack das Blessings of Summoning für 105 gibt und vom 50-Euro-Pack das für 104. Wäre auch logisch. Ist halt die Frage, ob es auch eine Transzendenz gibt oder keine Ahnung. Also zumindest ist, wenn das so wäre, bestätigt, dass es kein LD-Transzendenz ist. Definitiv. Es bestätigt ist es nicht, aber wenn das der Text aus dem Item ist, was sie gedata meint haben, und bis jetzt alles, was sie gedata meint haben, ist eigentlich eingetreten, ist schon sehr wahrscheinlich. Ja, da kriegen sie wieder 100. Dann kaufe ich das eine Paket definitiv nicht. Ich gebe nicht nochmal 100 Euro aus dann. Was kosten Coins gerade? 83, die waren erst schon teurer. Und dann direkt am Tag danach wieder runtergegangen. Aber immer noch 83. Ich habe noch 7900 Coins. Oh, sind Alter, die teuer geworden. 87 kosten die heute. Die Schweineficker. Alter. Gestern waren sie auf 83. Ja gut, dann halt nicht. Amazon ist schon mir egal. Ja gut, das Weihnachtspaket gibt es ja eh dann wieder ewig lang.
Das Paket, Nani. Andere Frage. Willst du am Wochenende bei mir nur Steine öffnen und an Weihnachten noch was öffnen oder willst du am Wochenende alles öffnen? Was ist an Weihnachten fast nichts da? Nee, an Weihnachten sparen wir uns was auf. Nur Steinchen. Ja, ja. Machen wir ein Steinchen zusammen. Ich weiß nicht, am Sonntag dann, oder? Ja. Dann haben wir die maximale. 1500 Steinchen sind 30 zusammen, ungefähr ein paar MS. Das müsste doch funktionieren. QA-Zeug und so lasse ich mir alles für Weihnachten. Ja, okay. Also ich spare jetzt auch. RIP. Ja. Ja, klar kauft man lieber Coins, aber wenn man überlegt, wir haben Coins schon für 71 oder 70 gekauft. Alter, das sind 87 jetzt schon. Also, da darf man ja schon heulen, komm. Ja, das ist schon teuer. Das günstigste, was wir jemals waren, war 69. Ja. Und der Standardpreis war eigentlich letztes Jahr so 75 bis 79. Und dieses Jahr ist es irgendwie der Standardpreis 83. Ja. Klar, alles wird teurer und so, aber ist halt doch schon, wenn Tag gespart hat, der in 10 Tagen auch 200 MS. Kappa. Zumindest wenn ich keine Kristall-Summoning andauern mache, dann wird's auf jeden Fall was. Bin immer weg, ja, mach's gut, Trunks. Hau rein. Also wir haben ja keinen Zeitdruck. Das Paket, das aktuell läuft, ist nice, aber außer die Devil Moons juckt's mich eigentlich null. Und das Transzendenz, wenn da wirklich was geändert wird. Das ist halt die Frage, ob da überhaupt eine Transzendenz dabei ist, dann zu dem Blessing of Summoning. Ja. Oder was halt alles dabei ist. Steht ja nicht dabei. Steht bloß das neue Item da drin. Dass es der Text vom neuen Item sein soll. Aber es wäre eigentlich RIP, wenn man dann eine Transzendenzrolle hätte, weil dann wäre es das Safe Net 5 und dann würde man 2 Net 5s kriegen. Das stimmt ja, nicht 2 Net 5s, du kannst zwischen eins von einem von beiden dann auswählen. Achso, man kann nur wählen. Ja, du hast die Auswahl zwischen 2 Net 5s dann. Achso, ja, dann kommt Transzendenz. Ja, ja, okay. Weil eben, das machen die nur darum, weil ich jetzt zum Beispiel würde das Transzendenz schon sehr hart überlegen zu kaufen. Ich auch, wenn es das vom letzten Jahr wäre, würde ich es nicht kaufen, weil da war nur Scheiße mit drin, bis auf die Rolle. Ja. Wenn sowas mit drin ist und du weißt, das hat nochmal eine extra Chance auf einen Non-Dupe. Also es ist halt aus den Daten rausgemeint worden. Aber ich denke jetzt mal, das kann ich mir schon vorstellen, das hört sich nicht OP an. Stellt euch mal vor, Daphnis ploppt auf, oh fuck. Verrat ploppt auf. Ich nehme Daphnis. Du schon. Hey? Und dann verklickst du dich. Nee, beim letzten Paket, Snuggle, haben sich die Kristalle überhaupt nicht gelohnt. Das waren Casual 2000 oder so ein Shit. 2000, genau, und eine Transzendenz. Das war nur das erste Transzendenz-Paket, wo abartig war. Die restlichen, alle BS. Also das jetzige Pack ist besser als das letzte Transzendenz. Ja. Weil du hast 2000 Kristalle plus Devilmons, wo du Safe-Skill-Ups hast, plus 2 LDs, plus 2 Legis. Und die Safe-Skill-Ups sind mehr wert als die Chance auf ein Safe Net 5, wo du wahrscheinlich ein Dupe ist. Ja. Und wir müssen natürlich überlegen, Snuggle ist nicht so weit im Game wie mir. Ja, okay. Also, keine Ahnung, wie viele Net 5s fehlen mir noch, was man wirklich braucht. Verrat ist eigentlich auch nur Luxus, ganz ehrlich. Sorgen von Payern, ja. Ach ja, und unten drunter steht auch noch, dass die Items nicht für Light Dark gelten. Oh ja, das wäre auch zu krank, komm jetzt mal ehrlich. Ja. Gianna und wie heißt der Dark Drache? Boah, scheiße, Gianna und Yon Hong. Boah, da würde ich jetzt echt überlegen. Dann stehst du da. Oh, scheiße. Was mache ich da? Was mache ich da? Erst was würdet ihr machen? Die Gilde-Frage, dann schließt Spiel ab. Verrat war dein zweiter Net 5. Nice. Verrat ist OP, Mann. Mein erster war Legmaron, mein zweiter war Legmaron. Du warst besser dran. Yon Hong, Gianna. Echt Yon Hong mehr? Sagen wir mal so, man kann Yon Hong halt wirklich überall verwenden, die dumme Sau. Aber Gianna ist halt voll nice. Irgendwie finde ich Yon Hong sieht halt immer noch aus wie ein richtig gutes Net 4. Weiß nicht. Dein erster war Rakan. Damals vielleicht RIP, oder? Aber egal, passt schon. RTA-Meter hat sich geändert. Von was zu was? Ich wollte gerade sagen, wer spielt RTA, aber die meisten spielen RTA außer ich. Ach, wegen dem. Momentan Ragdoll. Ah, okay. Ah, Ragdoll kriegt ja einen Nerf irgendwann, oder?
Dann ist Yuen Hong nicht weit. Yuen Hong, eine Runde mehr Cooldown. Die wäre fertig. Easy. Sie wäre immer noch gut, aber nicht mehr so krank. Oder machen wie bei Garni. Sie kann den dritten nicht auf sich selbst machen. Ja. Und oh, genau, ja. Dann kann sich niemand selbst instant heilen. Ja, also machen wir es so. Oder der dritte pusht ihre eigene Attack, weil ich würde auch schon reichen. Ja, das stimmt. Hätten wir dann einfach mal safe gucken. Dann bin ich so OP. Ja. Ja, also machen wir es so, oder? Come to us. Wie sieht's aus? Ich wäre bereit. Yuen Hong auf, easy. Alle. Ah, Ducky, du Wichser! Nee, Yuen Hong wird nicht geändert, aber Ragdoll wahrscheinlich, oder? Zwar minimal, aber. Wenn es so dran kommt, dann ja. Jetzt öffne schon Premium Pack. Komm mal in Channel 3478, dann gucke ich dir zu. Vielleicht hast du ja Net 5. 3478 ist aber unser Channel, gell? Also, wenn ihr das in die T9-Tastatur eingibt, kommt da Fist raus. Hallo Krogler. Ah, schon mal schön, da kann man die ganze Energie easy rausballern. Alter, ich habe momentan übelst den Crystal-Mangel. Ich auch, ich mache jeden Tag Crystal-Summoning und verdiene nichts. Nein, ich mache jeden Tag die letzten Tage 5-6 Stunden Cutter-Rate. Oh. Mit 30 Sekunden bis eine Minute, da schmelzen die Crystals. Hat geblitzt, Feuerlich. Nice. Für Anfänger nicht nice, aber nicht fuden. Bitte. Peter der Kneter. Hi. Guten Tag, Mr. Kneter. Du warst bei Heaven's Stream auch da, gell? Was ist denn Cutter Raid? Ja, ein Raid, der, wie soll man sagen, in den ersten paar Sekunden vorbei ist, wenn alles Richtige machen, oder? Mit dem, ist da Chloe dabei oder Immacity? Wir schaffen ihn schon Chloe, gell? Also 30 Sekunden bis eine Minute dauern wieder. Okay, also man nimmt Katharina mit, nimmt Chloe mit, was nimmt man noch mit? Jamaya. Ja, wenn man alles hat. Also zwei Leute haben Jamaya und halt einen Brander, dass du mehr Damage machst. Ah, okay. Das Schlimme ist, den Brander, da gibt es halt nur Light Dark Monster, wo Safe Branding machen, wie Cadis und Chara. Zum Glück hat Nu eins von beiden. Okay, ja, wenn man alles hat, dann passt es, ja. Ja, wir raiden immer im gleichen Team first. Ja, ist das denn safe 100 Pro oder kann das auch mal failen? Ich würde sagen, einer von 15 Runs failt. Ah, okay. Aber es geht ja. Aber so, es ist besser, genauso wie es normal ist, kann auch ab und zu failen. Ja, klar. So, Kevin 66. Meine persönliche Prediction für 12 legendäre, 16 LD, 40 Feuerrollen und 370 MS. Muss ich die denn aufmachen oder jemand anders? Das hat ja einen. Das macht einen Unterschied. Ja, Lexi ist ziemlich gut dafür, ja. Ja, okay, dann müsste sich halt jeder einen Unit bauen. Aber wir haben mit Immacity, dass Chloe nicht derpen kann, dass Chloe jedes Mal zweimal drankommt. Ja, okay, aber stimmt. Wenn Chloe derbt, ist sonst scheiße, das ganze Team wird. Dreimal Laser Chloe. Oh! Die macht deine Freundin auf. Ja, jetzt ist die Frage, ist deine Freundin Lucky und hast du ein Deafness? Weil du warst jetzt hier im Channel und bist jetzt höchst Deafness verseucht. Und ja, das wird dich heimsuchen, glaub mir. Wusa. Das befürchte ich auch. Also ich würde mich ja anbieten, aber ich mache erst Summoning am Weihnachtsmorgen. Kannst ja so machen, wenn sie die ersten Runde und 100 Rollen nichts kriegt, mache ich den Rest auf. Ich hole dann mindestens ein Deafness. Oh Gott, ey.
So, aber jetzt haben wir heute schon viel gelernt, oder? Man kann jetzt Runen easy auf 15 machen, ohne dass man gucken muss. Das ist das beste Update, ganz ehrlich. Leck mich am Arsch. Exe hoffentlich schon mitbekommen, oder? Nö. What? Also man kann jetzt auswählen, auf wie viel die Rune abgegradet werden soll und kann AFK gehen. Bis 15. Erstmal panisch. Nani! RIP Mana. Ja! Wusstet ihr das nicht? 5 Millionen weg. Was? Geht mal in den Runen-Upgrade-Modus-Gedöns rein. Da steht die Erklärung dann drin. Ich wollte vorher kurz Deva angucken, die Skills, und dann ploppt das Fenster mir so entgegen. Ich so, Scheiße, mein Stream geht ja schon 10 Minuten los. Es ist übel geil. Bestes Update. So kann man natürlich auch Content bringen. Und jeder feiert das Update trotzdem. Auch yeah, also, drin ist, okay, es kommt gar nichts Neues, aber einfach ein abgefuckten Shit wurde weggemacht. Archangel Skill, Skin sieht mega aus, ja, ja. Genauso wie das für TUA, dass du dir für Bosse halt irgendwie Teams saven kannst, jetzt irgendwie sowas. Ja, 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 kann man also 5 Teams einspeichern. Das Update, also ganz ehrlich, das ist quasi wie ein versteckter Balancing-Patch, fast so gut. Ja, also ich hätte nichts davon, wenn jetzt ein Ragdoll und Yeonhong genervt wird. Ganz ehrlich, im ersten Moment, wie oft habe ich eine Yeonhong? Chat lesen. Freundin ist lucky, hat mir 2 ND Net 5s gezogen, bis jetzt nur Deafness habe ich noch nicht. Oh, shit. Dann lass ich dir. Also ich hol dir safe ein. Das ist quasi, ich bin dafür bekannt, dass ich das kann. RIP ich hier. Hallo, Cerberus. Wie geht es Ihnen? Und der nennt mich auch Darky. Der muss ich also kennen, von dem her. Ich brauche irgendwie, ich glaube, ich brauche mir mein TOA-Team. Also ich denke, viel weiter komme ich nicht. Obwohl, die holen sich ja noch wieder. Wieso bist du eigentlich heute nicht arbeiten? Weil heute ist Weihnachtsfeier und unsere Halle wird umgebaut, weil die eine Halle, die gemietet wurde, ist abgebrannt. Und jetzt macht man mitten in der Produktion, macht man jetzt die Weihnachtsfeier. Und leider bin ich Spätschicht und da die heute Mittag stattfindet. Ach, dann gehst du gar nicht hin. Ja, ich gehe jetzt halt erst zur Weihnachtsfeier. Ich gehe nicht morgens, also ich mache nicht gestern Spätschicht, gehe heute Morgen in die Frühschicht zum Aufräumen und Umbauen und alles und gehe dann danach auf die Weihnachtsfeier. Wann ist denn die Weihnachtsfeier? 16 Uhr. Ach so, also bist du nachher weg. Ja, ja. Ich finde Deafness cool. Also, sagen wir so, für TOA bei Bossen ist er ganz nice. Wo sonst? Mit Molong vielleicht. Irgendwie, aber... Du bist Alfara? Ah, okay. Und dann müsstest du mich eigentlich Darky nennen. Ich bekomme maximal 438 Net 5s, das war die einzige Antwort. Wirklich? Ja, es ist mega RIP, dass kein Balancing Patch war, aber ganz ehrlich, das Update war trotzdem mehr als geil. Dieses Balancing Patch würde natürlich nach dem nach RTA kommen, Season. Ja, ich denke auch. Ich denke einfach, wenn man jetzt also wirklich eine Ragdoll-Änderung machen will, darf man jetzt nicht 7 Tage, bevor das Ding beendet wird, an so einer, ich denke mal, Top-Meta-Unit rumpfuschen. Kommt nicht gut. Jeder, wo Ragdoll hat, macht dann kein einziges Spiel mehr. Weil ich denke einfach mal, die Top 100, da werden die meisten einen haben, schätze ich jetzt mal. Und wenn man oder die abfuckt. Ja, ja. Ja, meinst du, Yeonhong-Nerf kommt auch? Nee. Lustig wäre es auch nicht. Lustig wäre es, wenn einfach so mal die Top 5 Light Dark Monster genervt werden. Ja. Also ich hoffe ja nicht, dass sie die ganzen Top-Spiele auch noch abfacken, weil der macht gar keine RTA mehr, oder? Und dann gehen die, die immer noch RTA spielen, fleißig, hauen dann auch noch ab. Hallo Tablo in Dark. Was willst du eigentlich? Von Come to Us. Ja, also die Geldesel darf man nicht kaputt machen. Oh, nicht Eladri, Lukan. Das war Heal-Block. Ja, echt. Bei mir machen es nicht mehr. Amazon-Coins sind zu teuer. Ich musste gestern was feststellen. Ich habe mit Nymph über Monster geredet. Auf einmal fragt die so, warum, weil sie auch bei eben RTA gemacht hat, warum nimmt er die ganze Zeit deinen Dark Horus? Der ist doch voll schlecht. Der Dark Horus ist doch voll gut. Ich so, nee, der ist doch voll RIP. Ich habe die Zeit anfangen, das war eins meiner ersten Light Darkness. Ich so, was? Was? Ich hab den im Lager. Hat die noch nie Arena Rush Hour gespielt? Und ich so, was hast du im Lager? Der hat den Dark Horus, den Anduat.
Oh, ja gut, lass ihn da hab drin. Ich erst mal gleich gesagt, tu das Ding aus dem Lager und machst mindestens 5 Sterne Max und sobald du Runen hast, 6. Der braucht ja nicht mal so gut die Runen, der muss ja nur tanky sein und ein bisschen Speed haben. Ja, ja. Richtig aber unbeliebt machen die sich, wenn die Harthorgani Molong nerven, weil das ab G2 90% gespielt wird. Ja, das stimmt schon auch. Aber ganz ehrlich, Molong wird nicht genervt. Niemals. Ich fresse einen Besen. Niemals. Hi Neandertaler. Nee, Andy Taler. Hallo Andy. Machen wir es so, oder? Habe ich alle von den drei, wo du gerade gesagt hast. Ja, ich auch. Harthor liegt im Lager. Nee, nicht liegt mehr im Lager. Ich habe es ja geruhnt, aber die ist so schlecht geruhnt. Ich kann sie nirgends mitnehmen. Niemals bekommt der Nerf Molong. Molong ist nur gefährlich, wenn er einen Weilenbrock kriegt. Vielleicht wird dann ein Shadow Nerf gemacht oder so ein Shit. Aber ich glaube nicht, dass Molong genervt wird. Wie rune ich Sabrina? Oh, Exe weiß das bestimmt. Sabrina, wer ist denn das? Die Wasser-Bumeranga? Ich meine, ja. Ich ja, die Gewalt ist irgendwas. Kommt auf, die Units drauf an, was du hast. Normalerweise Bio Broken für Dragons mit gut Speed und maximal Damage Output. Ja. Aber Speed-Tuning kommt halt auch wieder auf. Also Speed-Crit-Damage, ATK oder ATK-Crit-Damage, ATK würde ich sehen. Ja, je nachdem, was du halt vom Speed-Tuning hast. 50 Speed musst du halt mindestens haben. Dass es einfach nicht schlecht aussieht. Bau 2 davon mit China, schmeiß einfach irgendwas drauf. Ja, ungefähr so, ja. Braucht nicht mal Vio. Ja, Vio ist aber schon schön. Komm. Ist aber schöner. Ja, ja. Wenn es geht natürlich. Ansonsten Speed. Und dann kannst du mir wirklich Attack, Crit Damage, Attack gehen, ohne dass. Zorn ist auch mega auf ihr, weil sie eh den Bonus-Damage mit der Passiven macht. Ja, aber das ist teilweise. Stell dir mal vor, bei Necro wird so eine übernommen, die rape dich ja. Vergewaltigt dich. Ja, die vergewaltigt dich, ja. Ja, Hauptsache ein Set ist halt komplett. Das zweite ist bei denen nicht so wichtig. Wenn man natürlich noch ein Rache-Set hinkriegt für Necro, von mir aus. Du brauchst auch gar kein Set, wenn die Sets super OP sind. Ja, stimmt. Sagen. Aber ich denke mal, Krogler ist noch nicht so weit im Game, weil er hat vorher noch Giants Team 2 Minuten irgendwas gesagt. Das heißt, er hat schon noch Luft nach oben. Wir müssen uns also mit unseren Tipps zurückhalten. So, muss ich mein Team jetzt schon umbauen? Weil das ging jetzt schon echt ewig. Wer war denn schlecht? Ah komm, wir warten, bis wir einmal verlieren. Sonst habe ich nicht die Motivation, mein Team zu ändern. Außerdem müsste ich da noch 3 selber spielen. 2 Lucian, 2 Shina, Sabrina. Hey, der ist noch nicht so weit bestimmt. Ja, das geht schon. Man kann schon den Dungeons leveln, mache ich auch ab und zu. Ja, vor allem in Giants kannst du eh alles was reinstecken. Ja, ja. Ja, es baut aber schon. Also alles auch nicht. Wenn da ja, irgendwas denn. Nee, du kannst mit 4 Monster kannst du easy so machen, dass die Giants unter einer Minute laufen. Jo, aber nicht als Anfänger. Nee, das nicht. In unserem Level kann man das schon machen. C3 oder so. Ah, Cerberus, ja. Cerberus schon, aber Krogler nicht. Gogler. Jesus! Gogler. Man müsste eigentlich Gogler 300 sagen, oder? Ich will immer Krogan sagen, aber es bringt Unglück. Nicht, dass du entziehst. Ja. Eigentlich Gogler. So, ich habe hier jetzt eine Rune. Wieso haben sie dann Gogler geschrieben? Auto aufwerten. Auf okay. Aufwerten. Ja. Krank, oder? Oh mein Gott, das Update. Ach, es gibt aber gar kein 10-mal mehr. Wow. Ja, das gibt's nicht mehr. Ah, ja, klar. Zum Glück, weil das hat ja dann eh aufgehört. Muss mal denken, da gehe ich wirklich zum Duschen und sag, die Rune geht 15, egal was sie kostet. Gehst duschen, komm raus, 15. Ah! Und dann siehst du 10 Millionen weniger. Ja! iPad abgestürzt, durchgebrannt, Mana leer. Oh mein Gott. Das ist. Kann ich mir einen mega RIP vorstellen. Ja, die wird 15, hast super viel Mana, auf einmal guckst du danach aufs Mana. Was? 10 Millionen? Der war vergeben. Googler 300 war vergeben. What? Was ist das? Muss ich das googeln? Danke, Apple Watch, das war der Tisch. Googler, was ist das?
Googler Dietmar. Dietmar ist ein ehemaliger deutscher Preisreiter. Was? Sowie seit 2001 Trainer der Nachwuchsspringreiter und seit 2010 Coach der Vereinigten Arabischen Emirate. Ja gut, dann ist logisch, dass das vergeben war. Weil Dietmar spielt wahrscheinlich auch auf Twitch irgendwas. Ja. Okay, hätten wir das. Danke, kann ich mal googeln. Oder ist hier sogar eine Nähe? Scheiße. Was? Oh mein Gott. Ja gut. Hab ich auch ein Wassermammut im Rekord. Vor- und Nachend-Veränderung der Rune an. Ja, ja. Als Endbild quasi. Ja, aber wie, mit was du gestartet hast. Ja. Ist ja echt geil. Also, man könnte sagen, das hätten sie vor 3 Jahren auch schon machen können, aber das war bestimmt schwer. Boah. Die haben Content für gebraucht. Die haben sich gedacht, das sparen wir uns mal. Scheiße. Irgendwann brauchen wir es noch. Wir haben nichts. Wir müssen irgend sowas bringen, dass die zufrieden sind. Und dann kommt der Rektor-Nerf. Oh, und alle werden ausraschen. Nur alle Rektor-Owner. Oh ja. Alle anderen werden sich denken, endlich. Ja, aber stell dir mal vor, du. Ja, wohl, so viel schlechter wird er ja auch nicht. Ach, WhatsApp, was ist los mit dir? Okay. 4 Jahre Entwicklung, ja, ich denke schon. Also das muss man heftig balancen auf jeden Fall. Ja, mal, also im Moment müssen sie schon aufpassen, was sie machen eigentlich. Wenn man einfach mal sieht, wie wenig die ganzen Streamer gerade streamen, ist halt schon heftig. Und wenn jemand streamt, dann Summons oder irgendein BS-RTA-Shit. Und YDCB zum Beispiel, da spielt lieber Epic 7. Kaum noch Summoners War. Oh, Eladriel wurde aber gerade weggefistet, hä? Beta, kannst du den vielleicht wiederholen? Broken Violent? Oh no. Ja, hier wird's okay, kritisch. Stufe, welche Stufe? 8 oder 9. Na schon. So, Beta, ich will mal ein paar Violence von dir sehen. Shredded aufgehört? Ja, gut, das ist ein anderes Thema. Sagen wir mal so, ohne das ganze Zeug mit dem Glauben-Shit, aber ich denke einfach mal, es hat auch viel mit seiner Krankheit zu tun, von dem her. Sollten wir uns da unangemessene Kommentare vielleicht sparen? Weil sonst wünsche ich euch alle mal Hodenkrebs und dann reden wir weiter. So, aber sie haben es geschafft. Sie haben sich, Beta hat es gerettet. Oh, Rika ist von uns gegangen. Oh shit. Shades hat Diva Clay of Six da gemacht. Also, weiß auch nicht. Verkaufe Ducky Weihnachtsnudes, 2 Geld für 1 und Mahlzeit Ducky und alle anderen. Hi. Hallo Lippels. Wie geht es Ihnen? Gib mal Garni und Rika. Ja, sind gut. Rika zu meiner Ziehzeit war ja noch mega RIP eigentlich. Oder nicht mega RIP, aber schon eher RIP. Jetzt. Woo! Zwei Geld für eins. Es war 8 übrigens. Aber ich denke, 9 wird es so nicht mehr gehen. TOA-Team. Gucken wir mal, ob mit TOA-Team easy doch kommen. Ich habe jetzt keine Lust, hier ewig rumzumachen und dann zu vipen. Was nehmen wir dazu? Bisschen Heal sollten wir haben, ne? Perna? Rakuni? Ne. Iris.
Gut, gut. 3 Wochen Urlaub. Ich muss nur eine Woche. Ich auch. Boah, und gestern der Gildenkampf abends. Hey, leck mich am Arsch. Also ich habe ja 2 Wins, ein Draw, aber dieser Draw, hey. Also ich wollte es aufnehmen, hätte ich nicht mein iPad geknickt. Dieser Wallon. Nee, ich wollte es gerade knicken, aber ich dachte, nein, nicht kaputt machen. Dieser Molong. Das war Molong, Retash und Perna. Ich bin mit meinem Wasserteam rein, gell? Erste Runde. Molong tot. Alle beiden neben dran gestunt. Und es kam nur Molong dran. Hä? Muss ich noch was sagen? Ich habe geschrien auf dem Klo. Da ist der Kackstück schnell gegangen vor Wut. Ja, wirklich. Heiland nochmal. Da musste ich auch gerade was im Gildenchat schreiben. Echt, ich bin ausgeflippt. Geh einfach mit Twins rein. Meine Twins sind voll schlecht. Und ich habe auch nur Schrott-Twins eigentlich. Ich habe alles außer Wasser-Bumerang. Ist voll BS. Aha. Holy crap. Ja, es war schon heftig. Und die anderen, also da musste ich einmal, also ich habe was total Krankes gemacht. Ich habe, auf der einen Seite war Licht, Panda, was war neben dran? Ich weiß gar nicht mehr. Theomas Eladriel, glaub. Und ich gehe mit Ciara rein. Ciara, Bastet und Iris. Ich habe die weggerissen. Ciara kam so oft dran, ich habe auf allen Bomben gehabt. So krank. Da hatte ich dann meinen Luck wieder zurück. Muss ich schon eingreifen? Nein. Nicht die ganzen Coolouts raushauen, ihr Idiots! No! Genny, du Kant! No! Warte mal, wen müssen wir jetzt? Wir machen hier mal Attack Bar zurück dann. Oh shit, no. Können wir es dann? Oh Gott. Attack Bar zurücksetzen. Garni Violent. Wer kommt dran? Die hier. Stoppen. Oh Gott. Garni Violent, komm. Stun alle. Autsch. Oh, Iris. Oh shit. Oh mein Gott, haben wir hätten wir die zurücksetzen. No, sie ist trotzdem verreckt, weil Dots. Das wird, ich muss jetzt komplett selber spielen. Wir brauchen ein anderes Team, das ist zu hart mit den Bitches. Sollen wir nachher mal Twins probieren? Das funktioniert niemals, sie sind voll schlecht. So, Oh Gott. Können wir es dann bitte? Oh Gott, die rechte, genau. Attack Bar zurücksetzen. Attack Bar zurücksetzen, du Kant. Sorry für meine Wortwahl, aber Kant war hier fällig. Die rechte will nicht ums Verrecken gestunt werden. Was ist los mit der? Obwohl, es war jetzt wenig Damage eigentlich. Easy. Ja, easy. Also, 10 können wir mit dem Team schon schaffen. Aber wir spielen selber. Ich hab keine Lust, das nochmal zu machen. Nimm doch Verdelit, Anna, Rika, Garni, Verat. Moment mal, du hast da einen rausgeschlagenen Zahn. Ich denke, mein doppelter Windpanda wird dich besiegen. Er schlägt dich ins Grab. So.
Autsch, nicht Armor Break. Stirbt die Wasser? Die konnte nicht gestunt werden, ja. Weil der Boss kann nicht gestunt werden, der in der Mitte, aber der Rest drumherum. Also ich finde Homunculus auch neben Verrat ganz gut, wegen den Dots. Also der eine stunt halt und attackbar ganz sicher. Und der andere macht halt, und der Homunculus macht halt mega geile Dots. Also schon. Wieso ruckelt es so? Mein Gott, echt. Lustigste Spiel ist. Ne, wir brauchen keinen Stun. Der Boss kann gesleept werden. Er kann aber auch gestunt werden. Oder? Ne, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir auch nicht. Die in der Mitte. Oh, die hat zu wenig Dots. No, no, no. Die kommt dran. No, no, no. Autsch. Okay, passt. Kann nur gesleept werden, nicht gestunt. Really? Was? Echt? Okay. Nur sleeps. What? Was kann jetzt sie nochmal? Aber den Tablo dürfen wir auch nicht. Obwohl, Tablo resettet sich eher wie die in der Mitte, gell? Machen wir mal den hier. Setzen wir den Balken zurück. Setzen Homunculus zurück. Dann können wir die Attack-Balken nochmal zurückknallen. Stunnen vielleicht die äußeren beiden. Nicht. Autsch. Autsch. Und dann machen wir nochmal Dots drauf. So, dann müsste es eigentlich reichen. Und jetzt Damage schön auf die alte in der Mitte. Gut, dass wir keinen Armor Break dabei haben, ne? Der kommt nochmal dran, ne? Oder? Wie viele Dots sind da hinten noch? Wie viele Dots sind da hinten? Oh no. Warte, dann machen wir den Attack-Balken zurück, dann reicht's auf jeden Fall. Na, also geht doch. Easy. So, blaue Schrift. Hallo Hansi. Blaue und schwarze Schrift bitte nicht verwenden. Das triggert meinen LED-Bildschirm. Wieso kam die eigentlich jetzt dran? Er? Wieso kam er dran? What the fuck? Nicht sekundär, lohn. Ärgert mich doch nicht immer. Wieso wird der fucking Fuzzi hier nicht gestunt, du Bitch? Sorry für meine Wortwahl, aber ich kann nicht anders. Alles blau. Snuggle. Blau ist für Homos. Hellblau, sehr gut, das kann ich lesen. Nehmt rosa wie ich. Das kann man überall lesen. Ich habe schon Komplimente deswegen bekommen. Oh mein Gott. Gleich kommt wieder so ein Kommentar. Daki, bist du homosexuell? Nein, warum? Ja, wegen deinem Ohrring. Ja, Snuggle. Oh Gott. So, müssen wir eigentlich stunnen? Komm, die Alte macht doch nichts alleine. Oh Gott, sie wurde gestunnt. Easy. Mich hat die vorletzte Stage bei, was, B? 10 voll getiltet, da sind die Dark Chakrams einfach viel schneller. Ja, okay. Hier mit Stunts arbeiten, wirklich. Ihr seht ja, Stunty und da passiert gar nichts. Also ich darf jetzt nicht so laut schreien, sonst werde ich jetzt auch gleich gefistet, aber... Jetzt machen wir gleich Homunculus Ultra Dot des Todes.
pass mal auf, bum bum bum, dot dot dot. Geht eigentlich noch viel mehr? Und Homunculus, bum. Maximale Anzahl. Die müssten eigentlich alle rüberkippen, weil sie so viele Dots haben. Ja, ja, macht doch, was ihr wollt. Ritze, Ratze, Rotze, Finger in die Fahrradkette war das doch immer, oder? Wie du redest, das liegt daran, weil ich eigentlich einen heftigen Dialekt habe und mich sehr beherrschen muss, Hochdeutsch zu sprechen, deswegen. Stimmt doch gar nicht. Doch, stimmt. Ich versuche mich ja anzupassen, ans normale Volk. So. Homo SW. Snuggle Homo SW. Die Freundin, die bei dir immer rumläuft, ist eigentlich deine Mutti, nicht deine Freundin. Okay, so, Moment. Wo haben wir sie denn? Ich möchte die gerne beschwören. Hallo. Hallo. Wo ist die? Ganz unten, lol. Ah, uff. Sprich mal nicht Hochdeutsch. Soll ich wirklich mal nicht Hochdeutsch schwätzen? Ihr datet alle aus, Flipper. Was labert der? Ist der behindert? Oh no. Glaub mir, das willet ihr nicht. Ihr müsst eigentlich nur die Drunken Streams angucken, dann. Hallo, wie geht's? Hallo, Herzog. So, das ist meine Scheine. Jesus, Maria hat die Scheißrune. So, dann kriegt die mal gleich hier noch ein wenig Food. Bitte sehr. Du sollst trotzdem noch Deutsch sprechen, nur nicht Hochdeutsch. So, können wir irgendwas fooden? Können wir hier was machen? Ich will keine normalen Netforce. Hört man eigentlich mein Mausklicken stark? Was muss ich meinen? Du hörst nix? Ah, gut. Mein Herz stark, goddammit. Ja, danke für dein Follow, Mr. Magic. Racer. Was wollte ich jetzt machen? Okay, Mann, was ist los mit? Lass dich nicht immer billig ablenken. Habe ich noch irgendwie ein... Ich heiße Marvin. Ich wollte gerade sagen, kommt die Meldung eigentlich gar nicht. Also, danke für dein Follow. So, jetzt kommen die Follows rein. Ja, also, sehr brav. Vielen Dank auf jeden Fall. Mal erst kurz. Scrollen ist hier natürlich nicht so schön am BlueStacks, das muss man schon sagen. Oh ne, hier hatte ich ja einen. Oh no. Oh Gott. So, hätten wir da aufgeräumt. Dann können wir jetzt noch ein paar beschwören. Noch zwei, gell? Ja. Marvin. So, Servus. Vielen Dank. Hey, wo ist mein Marvin? Ja, hier, guck. Da. Ja, und wenn ihr Marvin haben wollt als Emote, dann... Tja. Tier 2 huscht. Tier 2, ja. So, also ich bin auf jeden Fall bereit für das Summoning nächste Woche. Marvin als Emote, hey, natürlich, hallo. Muss weg, tschüss, hau rein, Googler. Weil ich werde in dieser Rotation hier beschwören. Ich will eine Brandia. Okay, die bekommst du. Ist das schon Camilla, oder? Ja, okay. Bin meine Nase ziehen, heute ist weh, wünsch dir noch was. Oh mein Gott, okay, Kamikaze. Kamikaze. Wie auch immer. Kamikaze. Ja, ja. Es gibt Nasenschleimhautentzündung des Todes und dann hat er der Dreck. So, und jetzt noch Gildenkampf. Wie weit sind wir oben? Das sieht einfach aus. 106.
Also Squad Zero haben wir nicht geschafft. Boah, ich könnte mich ja aufregen. Gestern, wann war das? Wann habe ich angegriffen? Ich weiß nicht. Nicht so ultra spät. Und dann haben wir wirklich gesehen, die Leute haben drauf gewartet mit dem Kämpfen, bis... Ah ja, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Wir farmen nur noch die Leichten ab. Solche Kanz. Wirklich. Okay, so. Machen wir den? Nein, das ist blöd. Oh. Ah nee, stimmt. Ich hatte Triana mit dabei. Ich habe Sierra, Triana und Iris gegen Lichtpanda irgendwas genommen. Oh, ist das so geil. So, lass mich gucken. Wir machen unten Wasserteam. Oh, kein Armor Break. Was soll denn das? Ach, Windpanda, echt. Ein Typ zu seiner Freundin. Komm mal bitte. Das muss man auch mit dem richtigen Wortlaut sagen. Komm mal bitte. Pörner kommt vorher drauf. Vielleicht ein Crit, Chibu? Vielleicht ein Crit, Pörner? War gestern auch. Nejan hat mich in Wahnsinn getrieben. Die konnte man, glaube ich, nicht critten. Da war zusätzlich, dass man sie nicht irgendwie gearmobreaken konnte oder sonst irgendwas, konnte man die auch nicht critten. Wie kann man sich so ruhen? Geht nicht. Du warst nur unlucky. Mm. Oder war das die, wo die Molly neben dran gestanden ist? Ja, ja, ja. Ja, Molly hat also die Chance, falls ich wieder so wenig critte. Ja, schon, aber nie crit. Nie ein Crit. Nie. Gar nie. Wie ist es eigentlich, wenn man Molly tötet? Ist der Passive dann schon weg, oder? Glaub schon. Weil, das Molly hat keinen Unterschied gemacht. Ich habe dann vor lauter Hass, habe ich dann Molly als erstes getötet. Ging nicht. Ich habe glaube schon nicht einmal gekrittet. Pörner, wenn du hier noch einen Theomas, wenn du hier noch einen mitnimmst, ich sag's dir. Was dann, ob es Arnold, Bryant, Easy Out gegen Molong, Pörner für den Tisch? Glaub mir, gegen den Molong nicht. Na guck mal, normalerweise läuft es so ab. Ich komme jetzt dran, mach den Molong so, jetzt kommt mein Aria dran, halt beide hoch, fertig. Flupp. Oh, ich mach Molong vom Gegner nach. Oh no. So, jetzt macht man so, ich beschütze Molong. So funktioniert es eigentlich. Aber in der ersten Runde war es einfach so, Molong kommt dran, Reckless Assault. Molong kommt dran, Armor Break. Molong kommt dran, Strip. Komplett alle. Hat Chandra und Aria gestunt. Alle gestrippt. Molong prockt den Violent. Auf meinen Molong. Armor Break. Violent. Tot. Weil der Molong hatte irgendwie auch 60k Life. Frag mich nicht wie, aber es war so. Wenn man meinen Molong mal wirklich kurz vor Tod droppt, dann weißt du, was los ist, ey. Also kurz vor Tod, also 70%, das ist bei meinem Molong normalerweise unmöglich. Dass der andere dann noch lebt. Aber der schon. Ist nicht gegen jeden Molong easy. Nicht mit Pech. Sagen wir es mal so. Oh, ich hätte den zweiten gehabt. Zeki, müssen wir das vorlesen oder kann es jeder für sich lesen und dabei... So, wir hatten noch irgendwelche... Hikubuma! Hipukema! Ah, guck nochmal. Guck mir einfach mal, wie das Team abläuft hier. Oh, scheiße, meine Energie läuft ab. Guck mal, was der Molong hier jetzt macht. Pass auf. Wie das gleiche. Lol. Hä? Ist das ein Replay? Oh, guck. Der Pörner kommt zwischendrin. Lol. Oh, Mann.
Und der Retouch hat auch keinen Skin. Mach ich nie wieder. Brav. Schön den Armor Break wegweilenden. Wir brauchen Ariel nicht. Hacken, das machen wir lieber nochmal auf Chan. What the fuck, Chandra, was ist los mit dir? Ah, nee. Ah, komm, spiel doch selber. Das ist eine Noob-Gilde. Letztes Mal war es außer da auch ein Glow-Gildenkampf. Und dann dachte ich mir so, oh, wurde ziemlich knapp mit meinem Wasserteam. Jetzt müsste Molong ja gerade dreimal brocken, dass das noch funktionieren würde. Rate mal, was Molong gemacht hat. Fantastisch, sage ich euch. Ja, Theomas, tu es. Du bist so süß. Armor Break. Arm mit Schild. Perna tötet nur mit einem Violent Brock. Wie wäre es? Dammit. Chivo, wie wär's mit einem ultimativ heftigen Crit? Da nicht. Naja, du hast ja auch Chivo gesagt, das ist ja keiner. Was habe ich Chivo gesagt? Ja. Busa. Da hat er sich nicht angesprochen gefühlt. Ja, natürlich, scheiße. Hey, was willst du? Ey, Nani. Wieso sag ich Chivo? Ich benutze ihn gar nicht, lol. Lass doch meinen Theomas in Ruhe. Theomas schläft jetzt. Uff, sleep uns dann. Kein Armor Break, no. Komm, Chivu. Du hast keinen Chivu. Ich weiß, es sind total Noob-Teams, aber ganz ehrlich, warum was anderes benutzen? Die Zeiten von lustigen Teams sind irgendwie durch, oder? Ja, nochmal den. So, nehmen wir halt. Oh Mann, ey. Ah, Laser Glowy, what the fuck? Was ist da los? Was sollen wir machen? Attack by voll. Nice so. Oh! Was ziehen wir ab? 28.000. Molong? 50%. So geil. Ariel tot. Das war ein Crit auf Ariel. Scheiß Rakan. Was ist los mit dir? Mann. So, Orion, was kannst du tun? Kommt irgendwann nochmal ein Smash-Stream? Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich. Also wenn, dann müssen wir irgendwie so ein Turnier machen oder zusammenspielen. Also alleine habe ich keinen Bock. Ganz ehrlich, alleine bockt's null. Kommen wir den Kritten? Oh, wie thick ist der Theomas um Himmels Willen? Eigentlich gar nicht. Lol. Kein Armor Break auf Fuß. Aua. Au. Oh Gott, Armor Break auf allen. Nani. Autsch. Burner tot. Oh, fuck.
Ja, ja, jetzt zerstört mich wahrscheinlich alle denn aber. Ich habe jetzt wieder zu wenig Übung. Aber ganz ehrlich, ich bin auch, glaube ich, zu alt für den Shit. Also so wie früher hat es mich jetzt nicht gehypt, die ersten Tage. Es war gut, alles aber. Es muss natürlich schon auch lustig sein. Wenn ich natürlich nur gefistet werde, macht es mir auch keinen Spaß. So, easy. So, und dann farmen wir Necro. Bekommt der Dacke schon graue Haare? Das nicht, aber ich merke einfach schon, dass es dem Ende entgegengeht. Mit 31. Die Heijo hätte schon gebaut. Nein, ich werde die wahrscheinlich nicht bauen. Jetzt zumindest in nächster Zeit, weil ich alle anderen auch habe. Ich habe die, die war jetzt mal in China gepackt und eine übrig gelassen. Was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann, mindestens eine übrig zu lassen. Aber wenn ihr sonst noch keine Chakrams habt, könnt ihr die nehmen. Aber ansonsten ist China natürlich schon viel besser. Und wenn man die ruhen möchte, Standard wie die anderen auch, oder? Versuch, Möglichkeit in Gewaltset drauf zu kriegen. Und die besten Werte, die es halt für dich geht. Und ansonsten irgendein Set mit einfach geilen Werten. Also ich würde schon eher einen Shiner packen. Ich hoffe, ich glaube kein Bullshit. Qual Klinge und nutze deine TOA. Von mir aus, ja. Also ihr müsst eine aufheben. Weil im richtigen Moment kann die schon gut sein. So ist es nicht. Also wenn die jemand stunt und danach ignore Defense. Ich weiß ja nicht, wie gut die Damage macht, aber... Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da was geht. Gott, 1,33. Was ist da los? Wir sind wieder auf Bluestacks, ja? Wie lange bist du heute ungefähr online? 3, 15 Uhr sowas. Warum? Haben Sie noch was vor? Ah, okay. Dann, ja, okay. Ja, dann werden wir uns wahrscheinlich erst Tage hören, spätestens Sonntag. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was du morgen machst? Das sage ich ja spätestens Sonntag. Okay. Ich habe 2 Shiners auf Wii und eine auf Swift. Ja, warum nicht? Wieso ruckelt bloß Dex so? Das ist so lächerlich. Mein PC ist zu schlecht. Ist einfach schlecht optimiert. Meine Aura habe ich keine drauf, oder? Das ist zumindest... Nö. Nö. Wie ist dein Lich gerund? Ist ziemlich schlecht. Hat ein Abfall-Violence-Set, das noch so rumlag, gekriegt. Aber der macht auch so abartigen Damage. Das ist echt krank, Mann. Aber Gewalt auf jeden Fall. Gewalt broken, glaub. Also, er ist richtig schlecht. Lass mich gucken. Ja, gucken wir mal die Rune doch. Oh, die Rune ist aber nice, hey. Scheiße. Attack with Damage. Attack würde ich jetzt mal tippen. Ja, ja. Oh, die ist auch nett. Ja, ja, deswegen die Rune. Und der Schmecks. What? Seit wenn ich der Max? Uff. Also ich finde, wenn der proggt, ist so übel. Ja, ja, 57 Crit Rate, ich weiß. Man kann nicht alles haben. Ich habe ja schon überall versucht, alles. Ich will jetzt niemanden in Ruhen oder so.
Er kommt eh nicht dran, außer beim Boss, von dem her ist es eigentlich wurscht. Außer wenn die hier Scheiße machen und immer die Äußeren abfarmen. Ja, ich könnte hier statt Lucian Tesha reinmachen, hätten wir mehr Crit Rate. Das können wir eigentlich mal testen, ob es das ausmacht. Können wir ja mal testen, oder? Aber Tesha ist, glaube ich, auch schlecht geruht. Oh Mann. Darkhid, was ist mit dir los? Und er ist kein Rache-Offset, ist ja auch blöd. Wenn ihr viermal HP hochgeht. Na. Wie sieht Tesha aus? Lass mich gucken. Tesha, wo sind sie? Na gut, Ducky, ich bin dann jetzt nochmal weg. Vielleicht schaffe ich es nochmal bis 3 Uhr, dass ich nochmal komme. Dann schreibe ich dir. Okay. Tschüss, viel Spaß noch. Ciao, hau rein. Oh, Speed No GZ. So, Tesha. RIP. Ich hab's nicht mal ungebufft, no. Und hier müsste eigentlich Shiner zuerst ins Sun kommen, hm? Wegen Armor Break für Tesha. Tesha ist zu schnell hier. Aber wenn der Rest drumherum mehr Damage macht, vielleicht. Also nicht zu schnell an sich, sondern einfach, wenn die Reihenfolge nicht stimmt, so meine ich das. So, und Slow ist mal drauf. Sie müssen den Boss eigentlich nuken, sonst hat Lucian mehr Vorteile vorne in den Wellen. Ja, wir müssten erst Shiner, dass überall Armor Break ist und dann Tesha. Tesha ist zu schwach, um die zu one-shotten. Wir müssen es mal laufen lassen, so mal ein bisschen zugucken. Also ohne, dass wir jetzt hier Hardcore-Runen hin und her craften und so. Einfach zu gucken, was läuft auf den ersten Blick besser. Gib Tesha die Lucian-Runen. Könnte ich. Jo, mach's gut, Zeki. Schönes Wochenende. Sollten wir uns erst Sonntag wiedersehen? Oder einfach Lusche nehmen, klar. Logisch. Aber vielleicht macht er die erhöhte Crit Rate so viel mehr Damage, dass der Lusche. Oder One-Pace Bann. Nee, so einfach wird man mir noch nicht gebannt. Ich habe eine hohe Toleranzgrenze. Toleranzgrenze, sorry. Aber jetzt ging die Vorrunde gerade mega. Bini Baum Bus 2. Ah, nee. Was ist das für ein Name? Hi, willkommen. H2H ist so ein Durch, gell? Biene? Falls du dich wunderst. Wir wundern uns eigentlich eher über die ganzen Updates, anstatt über die H2H. Weil einfach das Update war so mega nice. Tesha erstmal instant den Lich wieder rausgeholt. Ja, es pendelt sich auf eine Minute 20 ein. Die Sache ist halt mit Lucian, ist es nicht safe. Was ist das wieder von Irone? Ich habe nicht zugeguckt.
Oh, Mikio, danke für deinen Host. Das war aber ein kurzer Stream, oder? Was ist los mit dir? Kurz nur H2H gemacht, oder? Ja, und hallo an die mit rübergewanderten. Muss weg, ah, okay. Dann schönes Wochenende dir. Wo war Lucian jetzt? Ach, Bluestacks, ich bin noch nicht so fit mit dir. Was ist das, der gute oder der schlechte Lucian? Ist der schlechte. So, danke für dein Follow, Woody. Anderthalb Stunden reichen. Bin ich auch schon so lange on? Oh ja, stimmt, ich bin auch schon so lange on. Was habt ihr denn gemacht? Obwohl anderthalb Stunden, gell? HOH kurz durch, dann Gildenkampf, dann das Update angeguckt, dann Diva angeguckt. Diva gefoodet. Ja gut, kann das schon mal eine halbe Stunde gehen. Und sagen wir mal so, anderthalb Stunden sagen wir noch Swall Stream, ohne dass einem langweilig wird. So, du kirsch jetzt auch zur Marvin Armee. Willkommen. Was? Mikio hat noch nie gefollowt? Was? Oh Gott. Ja, danke für dein Follow, Mikio. Ich habe bei dir gefollowt. Ja, vielleicht hat sich's ja auch gelöst. Man weiß ja nicht. Oder am Handy daneben getippt mit den dicken Wurstfingern. Statt Herz auf O, auf den Rand. Er ist selbstständig? Ich habe schmale Finger. Ich auch. War das jetzt schneller? 1,21 war das, oder? Scheiße, ich hab's nicht gesehen. Ich heiße Marvin. So, Mikio, du kannst jetzt auch die Fist verwenden. Guck mal, wir haben hier einen schönen Ducky-Emote gemacht. Der passt perfekt zu mir. Und die zwei sind auch noch in der Pipeline. Ja, ich hab auch genug Geld gehabt. Im Moment ist echt so, ich bring's nicht übers Herz, da was rein zu cashen. Wir warten einfach mal dieses komische Transzendenzpaket ab, das anscheinend neu kommen soll. So eine neue Art mit zusätzlichen Funktionen, mit irgendeinem so Teil. Der Mega-Rip. Für meinen Geldbeutel. Shit, ich würde es mir echt kaufen. Zwischen 200 Fives auswählen. Stell dir mal das vor, da kommen zwei Dopes raus. Oh. Ja, geil, Mikio, hast du das Update gelesen, das da umherschwirrt, dass man sich bei dem Paket kriegt man zusätzlich so ein Teil, bei dem man auswählen kann. Wenn man jetzt einen Five bekommen hat, dann hat man die Chance auf noch eine Beschwörung und kann dann eins von beiden behalten. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Und bei Four Stars ist es genauso. Also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt, aber es scheint wohl so zu sein. Das linke Paket, 4-Sterne-Monster sicher, dann kriegt man eins. Wenn es nicht das ist, was man will, kann man nochmal beschwören und dann kann man auswählen, welche von beiden man haben will. Und genauso bei 5-Star. Also sag mal so, wenn man sich das rechte leisten kann, dann müsste man sich auch das linke leisten, wenn es sich rentiert. Kommt immer drauf an. Also ich denke mal bei 4-Stars, ja, da müsste schon fast safe eine Bumerang rauskommen, dass sich's lohnt. Hallo, wer in seinem Namen Pay drin stehen hat. Da müssen wir nicht diskutieren, dass da was schief läuft. Ich muss nichts payen. Ja. Und Rune Autopower. Ich glaube, das war das Highlight. Das ist wirklich das Highlight von dem Update. Vibe ich hier jetzt, weil die Shiner mich rippt.
Jo, hau rein. Mikio, schönes Wochenende. Danke, dass du da warst. Danke für den Host. Und wir sehen uns die Tage. Ich bin ab und zu auch bei dir immer dabei. Stiller Zuschauer und so. Also, nicht so, dass ich... Ja, du bist halt auch selten online, gell? Hau rein. So, 1,28. Jetzt ist es noch schlechter. Um welche Packs ging es gerade? Die Prediction der Transzendenz-Shit. Also ich kann euch ja mal das vorlesen. Exe hat das vorher bei uns in den Chat gepostet. Warte mal, Double Deafness Incoming. Christmas Blessing Special Pack. Blessing of Summon. When you summon a default 4-star monster, an additional monster with the same default grade will be summoned. You can choose one out of two monsters. The item will be used instantly when you summon a default monster. 4-star monster. Und das gleiche beim 5-star monster. Also... Es kommt vielleicht aus einer Rolle zwei auf einmal raus und du kannst es auswählen. Und dieses Blessing-Teil kann auf jeden Fall nur von diesen Packs bekommen werden. They won't affect your chains of pulling on net 4 or net 5, but will immediately take effect whenever you pull one. Ah, einmal. Das ist ein Tool. Wenn du einmal ein 4-Sterne beschwörst, hast du eine Chance auf eine zweite. Ah, okay, okay. Basically, summon a net 4 or 5. Another one of same grade is summoned. You pick one to keep. Okay. Und die Packs kommen die Tage. Also ich habe ja gehofft, die kommen heute. Aber ich denke mal, jetzt wird erst dieses eine Pack ablaufen. Da können wir mal gucken, wie lange das noch läuft. Weiß gar nicht. 13. Lief das nicht bis zum 13.? 15.? Lass mich mal gucken. Wie lange läuft das Special-Paket? 16. Also, ihr könnt davon ausgehen, am 17. kommt das Pack. 17. wäre welcher Tag? Montag. Wir sagen am 17. oder 18. kommt das Pack. Oder 16. Ah, Sonntag nicht. Ich glaube nicht, dass es Sonntag kommt. Ich würde behaupten, 17. oder 18. Und die Trans, die man kann sich ewig lang kaufen, ja. So ist es. Vor allem also nach Weihnachten auf jeden Fall. Weil da haben die Leute noch Kohle übrig und können das hirnlos ausgeben. Das ist das gleiche wie, wenn ihr kurz vor Weihnachten kein Schnäppchen mehr bekommt, bitte wartet. Weil am 27. geht die Scheiße von vorne los. Das ist immer so, dass irgendwie im Anfang, also Anfang Dezember, kommen die richtig guten Pakete, so um die Geschenkvorbereitung abzudecken. Dann kurz vorher sind alle Sachen ausverkauft, kauft da nichts mehr, sondern wartet nach Heiligabend, nach den Feiertagen. Da ist dann auf einmal wieder Bestand von allen Top-Angeboten und ihr werdet sehen. Da kommt fast das Geld. Ja, es kommt immer drauf an. Wenn man sich's mit Amazon Coins holt, ich habe meine Amazon Kreditkarte, eigentlich juckt's nicht, wann ich's hole, sondern ob ich's hole oder nicht. Und wenn ihr noch jemand braucht zum Beschwören von den Paketen am 24. und 25. mache ich ein Summoning. 24. morgens und früh und Nachmittag und 25. weiß ich noch nicht wann. Aber ich denke auch. Was macht die Amazon-Kreditkarte? Pro Kauf kriegst du 3% Kohle zurück auf ein Gutscheinkonto und den Gutschein kannst du dann direkt bei Amazon einlösen. Und innerhalb von Amazon gibt es 3%. Wenn du die Kreditkarte zum Beispiel beim Tanken verwendest, kriegst du 2% zurück. Und das ist ultra nice. Jetzt hoffen wir bloß, dass Apple Pay schnell kommt. Dann kann ich die meinem Handy hinzufügen und kann überall per Handy bezahlen. Scheiße, ich bin pleite. Steuerberater, OnePay, gib mir mal die Nummer von dem. Also wenn man Amazon-Kunde ist und wirklich viel kauft und ist Prime-Kunde, dann, ganz ehrlich, gibt es keinen Grund, das nicht zu tun. Außer ihr habt schon 8 Kreditkarten und möchtet eure Stufa nicht noch mehr abfacken. Dann tut's nicht. Aber ansonsten gibt es keinen Einwand gegen eine Kreditkarte eigentlich. Ihr müsst halt die Kosten im Griff behalten, klar, logisch.
Aber fügt sie eurem Online-Banking hinzu und da seht ihr ja den Defizit auf der Kreditkarte direkt mit eurem Girokonto oder was auch immer, wie ihr das habt. Also, keine Ahnung. Jeder andere, der auf mein Konto Zugriff hat, ist einer zu viel. Ich finde, ein Steuerberater hat auf deinem Konto auch nichts zu suchen. Es gibt ja, außer du hast Millionen. Und selbst dann muss man sich auch fragen, ist es sinnvoll, wenn die Millionen jemand anders in der Hand hat? Vielleicht ist er ein Mündiger, ja. Die sind, ja, die sind schon teuer, komm. Kommt immer drauf an, von wie viel Geld man hier spricht. Wenn jetzt einer sagt, ja, keine Ahnung, die haben ja pro Stunde locker 100 Euro. Also. Es gibt ja nicht die ganze Zeit einen Grund dafür. Es gibt ja einmal im Jahr einen Grund für die Lohnsteuerabrechnung. Je nachdem, wenn man selbstständig ist, natürlich schon etwas mehr. Aber für einen normalen Bürger gibt es jetzt keinen Grund, warum da jemand anders Zugriff dauerhaft auf mein Konto haben müsste. €150 die Stunde. Scheiße, ich hab so. Ja komm, ich komme aus dem Schwabenländle. Da kostet die bloß 100. Ja gut, wenn man wieder überlegt, eine Stunde in der Autowerkstatt kostet ja auch schon 100 bis 140 Euro. Wenn man zu Porsche geht, 180. Okay. Ja, da gehen wir zu einem Architekt. Das ist krank, was die in der Stunde wollen. Also. Aber es kommt dann immer darauf an, von wie viel Geld wir sprechen. Wenn du natürlich Hunderte, Tausende oder was der Teufel Millionen auf deinem Konto sind, dann sollte man sich ja je nachdem den richtigen, aber vielleicht irgendwas suchen, dass man da keinen Scheiß macht. Hallo, wir wissen doch, dass OnePay sicherlich nicht Free-to-Play ist. Entmündigt und sitzt in der Psychiatrie. Geil. Ja, natürlich, den lohnt sich schon, aber den braucht man ja auch nicht, dass er die ganze Zeit Zugang hat, oder? Das macht man ja nur einmal im Jahr, oder? Man tut ja nicht andauernd seine 200k irgendwie rüberschieben und versuchen, von der Steuer abzusetzen, sondern ja, das macht man halt auch einmal im Jahr, oder? Gegen Ende meistens, wo man dann die restlichen 200.000 dann versucht zu verschieben. Wir wissen es ja nicht. Die meistens drüber labern, die labern meistens unnötig drüber, aber es kann auch gut sein, dass OnePay ist einfach vom Geld gesegnet ist. Möglich. Also meistens spricht man nicht drüber, aber es kann ja auch Ablenkung sein. Oder sowas. Gibt ja Leute, die können damit nicht zurückhalten. Ist eine eingeschränkte Vollmacht. Ja, aber trotzdem. Es gibt da immer die Möglichkeit, glaub mir. Du weißt ja auch nicht alles, weil sonst hättest du ja keinen so einen Berater und glaub mir, die wissen sicherlich einiges. Wie man mit deinem Geld sich selber noch in die Taschen spielt. Wenn es bloß eine bestimmte Kontobewegung ist, die einfach ja ohne Erlaubnis darf er nichts abheben und macht er es ohne Beleg, bekommt das Geld von der Bank wieder. Ah, okay. Also ich bin jetzt nicht so im Game drin, aber keine Ahnung. Es kann schon sein, aber ich habe keine Ahnung eigentlich. Sache ist halt nur, wenn man genug Geld hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann hilfreich ist, jemanden zu haben. Ja, das stimmt. Ganz alleine macht das in dem Fall dann doch nicht. Hey, Junge, du hast 200k übrig. Wie soll man die von der Steuer absetzen? Was Alter, mach du. Okay. Hoppla, jetzt sind die Aktien verloren. Ups, die kriege ich nicht mehr von der Bank. Könnt ihr mal auf Sierra gehen?
Ja, One Pace, wie sieht's denn aus mit dem Donation hier? Wenn so viel Geld übrig ist, also ich würde bei dir von den Steuern absetzen. Die sind einfach dann weg. Du müsstest keine Steuern dazu zahlen. Ich habe gerade so eine teure Webcam gekauft, also es müsste sich ja schon mal rentieren. Hi Philipp, guten Tag. Also ich wäre dafür. Einfach Lolis Nagel und mir kurz ein paar hundert Euro überschieben. Wir setzen die dann für dich von der Steuer ab. Okay? Unterschreiben. Warte mal, hier. Einfach hier unterschreiben jetzt. Und dann mache ich das für dich. Gar kein Problem. Oh Gott, was ist das von dem? No. Oh Gott, ich habe einfach draufgeklickt. Ach du Heiland. Schnell Amduat wegmachen. Kein Armor Break, really? Besser als Kino und das am frühen Nachmittag, gell? Ja. Ja, natürlich kann er das auch. Der kann alles. Glaub mir, wir wissen hier, nicht mal OnePace. Nicht mal OnePace Steuerberater weiß alles. Hallo, ist aber logisch. Glaub mir, da kann man Scheiße machen. Das wollen wir gar nicht wissen, was da alles geht. Mit Prostituierten und weiß der Geier, was es alles noch Krankes gibt. Als Streamer kann man Pack als immer. Ja, natürlich kann man. Wenn man selbstständig ist. Also, von YDCB weiß ich ja, dass das es geht. Ich kann es nicht, weil ich bin nicht selbstständig, weil dann müsste ich auch mein restliches Zeug angeben, dann wird das mit meinem Gesamtbrutto vermischt und ich komme dann über eine Grenze und dafür kommt hier viel, viel zu wenig rein. Würde ich auch gar nicht. In Deutschland, Vollzeit-Streamer, da muss schon Glück haben. Das geht nicht einfach so. Summoner's War ist sowieso unmöglich. Aber da muss ich gerade ultra sympathisch sein. Eine Top-Community haben. Und ja, die richtigen Spiele und vielleicht auch ein bisschen Support. Keine Ahnung. Von irgendeinem Hersteller, als Nvidia oder sowas. Wenn ich zum Beispiel bei Sayuri immer zugucke, der zum Beispiel Rocket als Support hinten dran. Da ist halt einfach alles schon ein bisschen einfacher. Habe ich noch irgendwas? Nee. Ja, ein Kleingewerbe, aber wenn man Pech hat, kommt man beim Einkommen dann an eine Grenze, wo man dann am Schluss mehr Abgaben und mehr Stress hat vor allem. Oh, ich kann eine Kristallbeschwörung machen. Danke, du bist so dumm. Ich weiß, danke. Oh, denke nicht. Also ich glaube, das geht inzwischen gar nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein neuer Streamer, egal wie gut er ist, nochmal die Chance hat, wirklich top erfolgreich zu werden. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich komme niemals... Ja schon, aber das wird mit deinem Haupteinkommen verrechnet. Keine Ahnung, wenn man da, je nachdem wie viel man da verdient, gibt es ja auch noch eine Grenze. Und wenn ich dann sehe, okay, man geht dann auf die 80.000 zu im Jahr, da ist man dann irgendwann am Steuersatz, am maximalen. Und dann muss ich mir schon überlegen, ob es sich rentiert. Für die paar Packs, also ich rede jetzt von Summoner's War, wenn ich jetzt sage, okay, die Investitionen von Summoner's War, den Rest habe ich ja alles so finanziert. Ich habe ja, wenn man jetzt überlegt, wie viel habe ich insgesamt Donations bekommen? Sind es 500 Euro gewesen? Denn die Sachen bei YouTube, keine Ahnung, 300, 400 vielleicht. Und Twitch bringt ja fast nichts, außer die Subs. Also ich bin weit unter 1000.
So, und dafür den Aufwand machen und sich irgendwie... Klar, ich habe einen Summoner Sword auf 5k rein wahrscheinlich. Wenn ich überlege, was ich hier alles an Equipment gekauft habe. Hilfe! Ja, ist nur eine Ausnahme. Kommt immer drauf an, wenn man Donations kriegt, ist es ja, da kann man eh nicht planen. Aber einfach jetzt von Subs. Subs kann man vielleicht schon ein bisschen planen. Aber sonst kannst du nichts planen. Und was sind 308 Dollar, ganz ehrlich? Wenn man den Aufwand mal gegenrechnet, ganz ehrlich. 270 Dollar Bits. Was? Ja, natürlich. Bei Fortnite geht es schon, aber wenn du jetzt einfach als 0815 Streamer anfängst, hast du keine Chance bei Fortnite, oder? Weil bei Fortnite gibt es die großen Streamer und so weiter. Du hast nie die Chance, dazu zu gehören. Außer du hast irgendwann mal Luck und bist der Einzige, der online ist und kriegst einen Host und danach kennen dich auch alle und du bist zufällig an dem Abend perfekt gelaunt und machst die geilsten Sachen. Das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt bloß an meinen Pokémon-Stream denke. Ich habe mal nachts um 3 Pokémon gestreamt, habe mich eine große Twitch Streamerin gehostet mit 800 Leuten. Das war der beste Stream seit langem. Und einfach, du brauchst so viel Glück dabei. Und ich will halt nirgends hingehen und battlen oder sowas. Aber einfach, das war nachts um 4, das war sowas von genial. Wir haben den Stream noch bis um 12 mittags oder so gemacht. Und ich hatte im Durchschnitt dann trotzdem noch 200 bis 300 Leute da. Das war mega. Das passiert dir nicht, wenn du keinen Support hast. Ja, ja, natürlich. Glaub mir, die ganzen Top-Leute bei Twitch, die haben so viel Kohle, glaub mir. Denen ist alles scheißegal, aber das kann man sich nicht als Ziel setzen oder so. Und darf man auch nicht, weil eigentlich muss ja der Spielspaß ja an vorderster Front stehen und das Geld kommt nebenher und versüßt einem das noch mehr. Ja klar, mit Qualität kommt man auch weit, das stimmt. Ja genau, Lippels. Aber jetzt mal ganz ehrlich, welches Spiel würdet ihr aktuell gerade sehen, welches das Potenzial hat, auf Twitch durchzustarten, außer Fortnite? Und Fortnite bin ich mir auch nicht sicher. Weil Fortnite streamen so viele und das ist ja auch irgendwann tot. Welches Spiel? Klar, League of Legends läuft auch noch gut, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt League of Legends angucke, mir macht es selber keinen Spaß anzugucken, weil einfach, es passiert für mich zu wenig. Klar, wenn man das Spiel genau kennt, ich kenne es jetzt nicht hundertprozentig, ich habe einfach nichts, wo ich sage, wow, auch wenn ich es nicht kenne. League ist anstrengend zu streamen, finde ich. Also wenn ich bei Sayuri zugucke, die hockt da so dran und tippt da nur rein. Ich habe 2 Jahre LOL für 5 Streamer für 4 Uhr gestreamt. Destiny 2 meiner Meinung nach. Ist das gut auf Twitch? Nee, das ist also schon mal eine Frage. Also ganz ehrlich, ist ja logisch, jeder Streamer will erfolgreich sein, aber wenn ich jetzt guck, Just Chatting, 53.000 Zuschauer, Battlefield 5, 1.800, Smash Brothers, 19.000, League of Legends, 85.000, PUBG 55, Pokémon 1400, Summoners War 500, Fortnite 68.000. So, und was habt ihr gesagt? Wollen wir League of Legends 83, Destiny 2. Destiny 2. 6.600 Zuschauer. Aktuell. Ring of Elysium. Lass mich mal gucken. Also ich bin da schon bereit, neue Sachen auszuführen. Bloß die müssen halt wirklich... Also ich mag im Moment gerade mega Battlefield. Finde ich einfach erfrischend. Grafik ist geil. Ich muss halt üben. Ich bin kein Shooter-Spieler. Ring of Elysium 3.200. Noch nie gehört. Ja, es findet dich keine Sau. Das ist halt eben das. Du darfst kein Top-Spiel spielen. Du musst eher so ein Spiel spielen, wo du einfach in den Top 10 bei den Deutschen bist. PUBG for free.
Okay. Ja, was kostet PUBG? Was kostet PUBG? €15. Also das kann nicht der Grund sein für Ring of Elysium. Man muss eine Nische haben, in die man reinpasst, das glaube ich halt auch. Aber ganz ehrlich, welche? Also bei Shootern würde ich sagen, hat man an sich als Pro kaum Chance. Wenn man sieht, was YDCB für eine Arbeit in Fortnite reingesteckt hat. Und guckt mal euch an, im Schnitt gucken 150 Leute bei dem zu. Mach ein eigenes Spiel. Klar, aber die Chance, dass es bei Twitch dann unterstützt wird, ist sehr gering. Also du bist ein Top-Producer. So, was läuft sonst gerade? Smash Brothers. Das ist auch, ganz ehrlich, der Hype ist komplett weg. Und natürlich, wir sind deutsche Leute. Wir haben einfach so eine kleine Community im Vergleich. Aber es gibt auch Deutsche, die sind erfolgreich. Wenn man jetzt gerade Holy Let's Play anguckt, lass ihn mal gucken, der hat Follower 130.000. Und ich gucke dem so oft zu. Der hat so eine geile Webcam-Qualität. Und einfach seine Stimme, das ist so erfrischend oder beruhigend. Und der ist so gechillt und die Community bei dem ist so chillig und alles. Und Sayuri gucke ich auch voll gern. Die ist zwar sehr anstrengend, aber ist einfach so, da geht einfach irgendwas. Und die hat ein System und das gefällt mir. Ja, und man muss halt immer so denken, wie viel Zeit das eigentlich kostet. Klar, wenn man das als Hobby macht. Ich würde jetzt nichts anderes machen im Moment. Ich würde jetzt wahrscheinlich Summoner's War aufhaben, aber ich würde jetzt Battlefield farmen. Eine halbe Stunde noch. Und ja. Mehr würde ich jetzt auch nicht nebenher machen. Ich gucke jetzt nachher noch Netflix, was wir übers Wochenende gucken. Und dann gehe ich Weihnachtsfeier, keine Ahnung. Mal gucken, wie lang es geht, keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich viel Lust. Ja, du musst halt, vor allem, was ich jetzt auch festgestellt habe, seit ich nicht mehr feste Termine habe und einfach nur eine random stream, sind auch meine ganzen Views voll in den Keller gegangen und so weiter. Also das merke ich schon auch. Also ich werde im neuen Jahr alles neu aufziehen, weil einfach dieses jetzt, nur wenn man Lust hat zu streamen, funktioniert auch nicht. Und hi General Adonis. Ja, man braucht, also ich habe ja schon ein paar Sachen angeguckt, man braucht einen festen Zeitplan und ja, das Hauptspiel ist bei mir einfach Summoner's War und über Summoner's War kann ich dann auch für andere Sachen begeistern. Weil wenn ich jetzt nur mit Pokémon anfange, kommen nicht viele. Wenn ich aber Summoner's War streame, Heiland meine Uhr, wenn ich Summoner's War streame und sage, okay, ich spiele gleich Pokémon, dann sieht es besser aus. Dann bleiben auch ein paar und gucken sich's auch und finden es auch gut und dann passt es. Also man muss da schon ein System hinter haben. Wenn man das nicht hat, ich merke das bei mir geht nichts mehr. Rotzqualität, ja, voll viele. Ja, es gibt ja schon einfach ein paar. Sagen wir so, bei Summoner's War, wenn jetzt da mal richtig Content passieren würde, oder Summoner's War 2 oder was auch immer da in der Pipeline liegt, wäre halt schon echt gut, weil eigentlich Summoner's War muss ich jetzt nicht viel tun, dass ich einfach, ja, will jetzt nicht sagen, dass man da gut dabei ist, aber ist am einfachsten. High Price Cries. Price, Cry, Cry, See, High Price. Ja, es gibt natürlich auch noch Leute, die meinen, Stream ist alles easy und die gibt es natürlich auch noch. Habe ich meinen Freundeskreis. Sagen Gott. Und was ist das bitte Besonderes? Wenn die gucken das so zu, das sieht voll chillig aus. Ich hocke vor der Cam und laber. Ich habe hier 6 Fenster offen, ich muss in der Webcam labern, ich habe hier ein Mikro vor mir aufgebaut hier. Keine Ahnung, ich habe ein Greenscreen, ein Bluescreen quasi hinter mir. Wenn da Leute zu mir nach Hause kommen, die sagen, wie sieht deine Bude aus? Wie ein Studio.
Ach, YouTube? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Aber dann muss man, dann hat man die Zeit nicht. Also ich habe die Zeit nicht, auf Twitch zu streamen, dann Videos zu machen für YouTube mit Content, das Leute angucken. Und ganz ehrlich, außer Summonings oder irgendeinem total kranken Shit, kriegt man auf YouTube keine Viewer zusammen. Und das sieht man bei jedem YouTuber. Außer er hat wirklich eine konstante Community oder Fanbase, die jeden Scheiß anguckt. Und das, selbst bei mir ist es so. Ich gucke bei YDCB jedes Video an. Aber sobald der RTA macht, höre ich auf. Weil ich kann das nicht angucken. Es langweilt mich. Die Größen, also Murphy. Ja, Murphy ist der größte, weil er, oder ist sehr groß, weil er sehr viele Tipps und Zeug macht. Sehr gut, so einen braucht man. Kann ich nicht angucken. Weil einfach, das ist mir alles zu detailliert und zu genau. Will ich gar nicht haben. Für Leute, die die Infos haben wollen, perfekt, weil der alles bis aufs Kleinste genau erklärt. Das ist perfekt. Robbe, keine Ahnung, macht halt alles möglich, hat die gleiche Probleme wie ich gerade, einfach Motivation und hat im Real Life gerade viel zu tun. Und Caro ist so die, die alle Summonings abgreift. Und Jack, keine Ahnung, hängt halt da mit Caro und Robbe hinten dran. Und dann noch die ganzen die ganzen Arena. Ja. Jo, und Heaven ist halt ein Urgestein, was Summoners War angeht. Auf YouTube. Also nur Müll macht er auch nicht, aber der hat sicherlich die gleichen Probleme wie wir. Bring mal erst. Versuch erst mal jeden Tag ein Video zu bringen. Weißt du, nur Müll? Das ist immer einfach zu sagen, aber. Murphy kommt nicht auf den Punkt, ja. Das ist ungefähr die, ja, das, was ich gesagt habe. Ja. Ne, Murphy ist einfach, das ist krank, wie genau der ist. Der hat auch für jedes eine Excel-Tabelle und Speed-Tuning mit irgendwelchen Apps und sowas. Oh, Hilfe. Perfekt. Weil der weiß genau, wie es geht. Ich weiß das alles nicht. Ich weiß das alles nicht. Ich baue mir ein Team, wenn ich weiß, welche Monster reinkommen, dann gucke ich, was ich runen muss und baue das irgendwie, wenn es funktioniert, gut, wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich irgendwas, wenn es mir auffällt, ansonsten lasse ich es. Ja, also, ganz ehrlich, Heaven, ihr müsst mal überlegen, was das von der Arbeit ist, jeden Tag ein Video rauszubringen und Abwechslung ist bei ihm. Trotz, dass das Spiel ihn gerade auch im Stich lässt, wie mich. Ja, ja, der ist, man merkt halt, dass er einfach ein Student ist. Ja, ja. Also Murph jetzt. Aber ist alles gut. Also ich habe nichts gegen ihn, ich finde nichts negativ. Wenn man die Tipps nicht braucht, muss man ihn nicht angucken. Wenn man sie aber braucht, ist er Nummer 1. Keiner kann so gut erklären und hat alles so genau rausgefunden und detailliert irgendwo stehen wie er. Also zu mir braucht ihr niemals kommen, wenn ihr so Strategiescheiße haben wollt. Mach ich nicht. Zu mir könnt ihr kommen, wenn wir Bullshit labern und nebenher Summoners War spielen. Ah ne, aber der war doch Student, oder nicht? Hat er nicht sein Studium hier in Deutschland gemacht? Der kommt doch von USA, oder nicht? Und ist jetzt Erzieher oder Lehrer für Arme oder keine Ahnung was. Erzieher ist für mich Lehrer für Arme, sorry. Oh Gott, jetzt verliere ich gleich wieder 5 Leute. Was, du beleidigst Erzieher? Wenn man die nicht hätte, unsere Kinder. Okay. Keine Ahnung, also ich gucke jetzt auch seine Streams nicht mega oft an, aber jedes Mal, wenn ich gucke und dann eine Rune kriegt, dann macht er eine Excel-Tabelle auf und trägt die da irgendwo ein und da muss ich dann schon mit den Augen einfach rollen, weil das wäre es mir nicht wert. Aber ich sag ja, jeden, der es macht und der die Infos braucht und will, perfekt. Ja, eben, also bei den Deutschen ist schon so, wenn man entertained werden will, ich will jetzt nicht sagen, keine Ahnung was. Zu wem geht man, wenn man entertained werden will? Weiß ich nicht. Caro, Summonings sind ja schon entertaining, eigentlich. Murph ist die Informationsbestie. Robbe hat die meisten Zuschauer und kann dadurch einfach am meisten überzeugen. Ja, und ich habe jetzt die beste Webcam.
Die teuerste. Nicht die beste, aber die teuerste bestimmt. Ja gut, sie macht auch ein bisschen RTA. Aber die ist halt auch so, die hat, ich habe das beste Overlay. Ja komm, du hast irgendein Standard-Overlay genommen, oder? Guck mal, bei mir ist hier alles selber gemacht. Ich habe hier alles in OBS gemacht. Das ist nichts irgendwo reinkopiert oder mit einer Quelle oder so. Das ist alles hier selber gemacht. Ja, ein Standard-Overlay ist so ein festes, oder nicht? Du hast alles mit Photoshop gemacht? Ich denke, da gibt es so eine Seite, wo man sich so ein Standard-Overlay einfach rüberkopiert und dann zieht man das hin und her, wie man es haben will. Oh. Okay, dann nicht. Wirklich. Warum, ich muss dein Overlay angucken. Ich dachte, aber es gibt doch bei Streamlabs so eine Funktion. Lol, wo sind sie? Aber das ist doch so ein Tool. Oder? Wie zum Beispiel lässt du dir bei Last Donation jetzt diese Zahl und diese Euros anzeigen. Wie lässt du das mal? Das will ich ja auch. Das habe ich oben mit zwei Quellen gemacht, weil ich selber nicht hinkriege. Wie lässt du dir das anzeigen? Zum Beispiel die letzte Donation oder keine Ahnung was. Ich würde gerne mir Subpoints anzeigen lassen. Den Text lässt man sich von OBS ausgeben. Und wo holst du die Quelle her? Trägst du das manuell ein? Also als Beispiel jetzt. Einfach diese BossDevness 5 Euro, die lasse ich mir von Streamlabs anzeigen. Neueste Donation habe ich selber geschrieben. Dieses M-Code hat 2 Monate resubscribed, habe ich von einer anderen App, die mir das anzeigt. Weil, keine Ahnung. Ach so, Streamlabs OBS. Oh, ja, könnte ich vielleicht auch mal, gell? Ja gut, das stimmt natürlich, ja. Gut, ich sag ja, ich weiß auch nicht alles. Aber dein Interface ist schön, ja. Plus deine Webcam, keine Ahnung, du bist so dunkel. Oder? Sieht so dunkel aus. In so einer Dark Cave. Ja, muss ich mal gucken, Streamlabs OBS. Weil das war ganz am Anfang, Beta war es voll scheiße. Slops. Slops for free. Wusstet ihr, dass Caro lesbisch ist? Keine Ahnung. Also ich habe noch nie einen Freund gesehen, aber das sind für mich auch so Sachen, das juckt mich null. Ganz ehrlich. Also, von mir aus. Guck, das habe ich halt in Photoshop erstellt und die Quelle passend eingefügt. Das ist ein Virus. Du hast ja einfach feste Kästchen gemacht. Ah, okay. Ja, aber gut, sie ist die einzigste, die so viele Summons hat. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt auch ein Summoning geplant am 24. Habe ein YouTube-Video gemacht und es meldet sich einfach keiner. Oh Gott. Oh Gott. Und dann ist einfach die Sache, ja gut, dann müsst ihr halt zu Caro gehen. Könnte ich mal eigentlich auch machen, ja? So ein Interface. Also ein Bild machen im richtigen Format, alles so machen. Ah, ich muss mir erstmal Streamlabs OBS jetzt angucken, genau. Ja, aber ist ja gut. Wir müssen ja auch nicht Caro für alles angucken. Wenn die nur Summonings hat, geht man da einfach zum Summoning hin.
Es öffnen halt 90% der Streamer Weihnachten. Ja, aber es können nicht alle bei anderen. Es müssen ja noch ein paar übrig sein für mich, oder nicht? Außerdem habe ich früh genug angefragt. Also ich habe jetzt zwei Leute. Da kommen noch Exe dazu, da kommt noch Nymph dazu, da kommt noch einer dazu, da kommt vielleicht Jimmy und Brandon dazu, aber ja, das sind ja quasi nur Freunde und Familie. Da es eine Cloud-Sync-Funktion gibt. Und ich muss nachher zu Weihnachtsfeiern, das sagst du mir jetzt? Okay, aber danke, Snuggle, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Aber sagen wir mal so, für das, dass ich mein Interface in OBS baue, sieht es nicht so schlecht aus, oder? Ja? Also ich werde immer so ein schlichter Typ sein und elegant und nicht so mega funky und so, aber es muss bei mir schön aussehen und so weiter. Nee, ist okay. Wenn ich es mal schaffe zu sparen, lasse ich von dir sammeln. Also gut. Ja, das ist auch nur das. Viele, also ich habe so oft Anfragen, ja, ich bin Summoning da und da. Dann 3 Tage vorher, oh sorry, ich habe alles beschwört, ich habe die ganz vergessen. Damn it, und ich habe mir den Tag schon freigehalten. Kant. Ah, wir haben bei den großen Streamern eigentlich Volado vergessen, oder? Volado ist ja auch so eine Entertaining-Bestie, oder? Ja klar, und die Leute, die natürlich immer nur selber öffnen. Also ja, das ist auch gut, aber ich habe halt auch so, durch das, dass ich einfach ein Schichter bin, wie jetzt diese Woche Spätschicht, ich brauche nicht streamen. Ich brauche nicht streamen morgens, weil jeder ist in der Schule oder beim Arbeiten. So, da kommt keiner. Dann in der Spätschicht einfach so, ich habe einen 10 Feierabend, halbe Stunde heimfahren, kurz irgendwie runterkommen, keine Ahnung was erledigen, tanken gehen etc., es ist immer 11, bis ich dann zum Stream komme. Wer ist dann noch da? Also das heißt, in der Spätschicht kann ich schon kaum streamen. Und dann verliere ich einfach unter der Woche so viel Aufmerksamkeit. Und das kann ich am Wochenende nicht mehr wegmachen, weil... Ja, man braucht ja auch noch Zeit für sich. Was, Heaven's Face Cam? Ich glaube nicht. Ich glaube, das macht er nicht. Ich habe ja auch schon mit ihm gelabert. Ich glaube, die wird auch nicht kommen. Weil das ist ja auch mehr oder weniger sein Ding jetzt. Er ist der ohne Facecam. Und einfach, wenn jetzt alle so drauf hoffen, jetzt stellt er manchmal vor, der ist vielleicht kein so ein Sunny Boy, sondern, also ich weiß es nicht, wie er aussieht, aber ist voll die mega Hackfresse jetzt als Beispiel. Stellt euch mal vor, was da los wäre. Die ganzen Mädels, die der immer klar macht in den Streams und so weiter. Das würde dann nicht mehr funktionieren. Also ich weiß, dass er keine Hackfresse ist. Ich habe ihn schon gesehen. Ich weiß schon, wie er aussieht, aber... Stellt euch mal das vor. Der wäre nicht so, wie ihr ihn euch vorstellt. Das würde auch einiges kaputt machen. Denn lieber so ein geheimnisvolles Ding, das hat schon auch Vorteil. Klar macht die E-Girls. Ja. Komm, er labert ja halt immer so. Und schließlich hat das Genia ja auch so kennengelernt, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Das Genia hat er über Summoner's War klar gemacht. Also sagen wir so, er muss sich schon genau überlegen, was er tut. Einfach so eine Facecam, dann hat er auch keinen. Ihr habt ja alle sein Video angeguckt, wie sein Arbeitszimmer aussieht. Ich glaube, er wäre im Moment auch nicht wirklich ausgestattet, da eine vernünftige eine Cam zu platzieren, ohne viel Hintergrund und so weiter. Klar machen tut man nur Bitches. Warte, der hat eine Freundin. Oh mein Gott. Ich habe keine Heaven Nudes für dich. Guck mal, was ist jetzt für ein Laberstream, wo wir nebenher Negro farmen? Um wen geht's? Um Heaven, der seit Jahren eine Cam holen will. Ja. Aber es wird da schon einen Grund haben. Ganz ehrlich, am Geld liegt's nicht. Ich denke mal, es wird schon an der Mischung aus, er hat nicht die Möglichkeiten so easy, plus vielleicht will er es sich auch echt nicht antun. Es ist halt schon viel schwerer, ein Video zu machen mit Cam.
Ja, inzwischen schon. Aber ich bin kein Sohn. Dieses Labern, das ist gerade nur, weil ich die ganze Woche nicht groß gelabert habe. Ich kann das normalerweise gar nicht, so Smalltalk-Shit. Das kann ich überhaupt nicht. Und mir ist jetzt schon langweilig. Ich überlege schon, was könnt ihr nebenher machen. Ich habe nur eine Viertelstunde Zeit, ich kann nichts mehr machen, bis ich mich richten muss für die Arbeit bzw. Weihnachtsfeier. Aber mir ist langweilig jetzt. Ja, ihr müsst mal gucken. Also wenn ihr wüsstet, was hier alles aufgebaut ist, bis hier die Cam so funktioniert. Und ich bin ja jetzt kein Model und so weiter. Also es gibt ja Leute, die sind da viel pingeliger und müssen perfekte Ausleitung haben. Also ich habe ja noch ein Ding. Ich habe noch eine Leuchte vor mir, die mich dann in Battlefield zum Beispiel besser vom Hintergrund trennt. Die kann ich jetzt anschalten per Handy. So, und da kann ich mich besser beleuchten lassen. Wenn jetzt der Sensor richtig regeln würde, hätte ich eine vernünftige Beleuchtung. Ich habe da so eine mega Leuchte da vor mir und hinter mir zwei Vorhänge, die mitten im Raum hängen mit einer Schiene und hier ein fettes Mikro aufgebaut, zwei Monitore und so weiter. Das ist, ja. Ja, natürlich. Also, ganz ehrlich, ich bin jetzt um 11 Uhr aufgestanden, bis ich nicht mehr so abartig verschlafen. Ich musste mir ein Gesicht waschen, eincremen und so weiter, dass ich nichts ausgesehen habe, als wäre frisch aus dem Bett gekommen. Das hat man natürlich auch nicht. Achso. Man kann einfach verratzt halbnackt vor die Kiste sitzen und ein Video machen. Kann ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso er nicht einfach sagt, dass er nicht zeigt. Ich glaube nicht mal, dass es das ist. Aber ich denke einfach mal, er hat 60.000 Leute auf YouTube fast. Und ich weiß nicht, ob er im Real Life, vielleicht ist er ein schüchterner Typ und möchte einfach auch nicht angesprochen werden. Also ich hätte auch mega Angst, dass ich irgendwo in der Stadt rumlaufe und jemand erkennt mich. Und es sind ja nicht immer nur die normalen netten Fanboys, sondern es sind auch die, die dann einfach behindert sind und einem auf den Sack gehen und hinterherlaufen und weiß der Geier was. Ja, es kommt immer auf den Content. Also bei Cookie gucke ich auch ab und zu an. Also ich vermisse die Cam schon. Vor allem, er hat ein Fenster, wo eine Webcam reinpassen würde. Keine Ahnung. Ich habe One Piece noch nie beim Stream zugeguckt. Sind jetzt nur in Boxershorts da. Ja, das funktioniert auch nicht bei jedem. Also ich will nicht in Boxershorts vom PC sitzen. Ich habe so einen Lederstuhl. Wenn man hier ohne Hose schon sitzt, also nur mit Unterhose, ist es schon blöd. Es stimmt auch nicht. Was labert der dann die ganze Zeit von Shit? Und habe ich mich da jetzt verlesen? Ich dachte, der streamt auch mit dem anderen Account. Ja, und klickt mal den Link an in meiner Ducky Cap Collection. Übrigens, Kanton müsste seine Kappe da haben. Habe ich mich verlesen? Okay. Ach, 2015. Gibt's noch Videos oder Zeug von dir? Ah ja. Die Arbeit, ihr müsst mal überlegen, was es überhaupt, wie viel Arbeit es macht, ein Video zu drehen. Aber das sagt ja jeder YouTuber. Jeder muss sich da rechtfertigen, wenn einfach. Die Leute, die das hauptberuflich machen, die sagen immer, ja, ich muss mich vor jedem rechtfertigen. Das ist halt echt so, die meinen alle, man sitzt hier, macht Video, bla 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 bla, lädt es hoch, ohne zu bearbeiten, easy, Titel, Thumbnail, die fucking Text unten dran, ich schneide auf mein MacBook, ich muss das auf den Server hochladen, schneide es auf dem MacBook dann, muss das rendern, muss die Effekte bauen und die Ideen haben. Die Idee, hallo. Eben, je mehr man cuttet und wenn man seine Facecam auch noch drin hat, ist es noch mehr problematisch. Weil da kann man nicht einfach mal einen Cut setzen, weil da einmal guck mal so, Cut, wo man so ist.
Man sieht sofort, gecuttet. Und manchmal will man ja vielleicht unbedingt, dass man den Cut sieht. Und Gesicht immer richtig bleiben. Ah, das funktioniert nicht. Also auf YouTube anfangen ist noch schwerer. Ich hatte mega Glück. Ich habe ja mein Kaffeemaschinen-Video, was abartig viele Aufrufe hat. Und ich hatte damals Glück, dass ich mit dem Homunculus-Update habe ich angefangen. Und ich habe einfach nichts anderes gemacht, als mein Homunculus in jedem Skillbaum überall durchzujagen und habe davon Videos gemacht. Und habe die bei Reddit gespammt wie ein Behinderter. Ich habe zig Accounts bei Reddit verbraucht. Aber so haben die Leute auf mich aufmerksam gemacht, ja. Ging ganz easy. Ich habe das komplett ohne Heaven oder so. Ich habe mich bei niemand eingeschleimt. Ich habe alles selber gemacht. Ich bin ja bis später zu Heaven, weil ich einfach in eine große Community wollte, wo einfach ja die Gildenkämpfe sauber laufen und so weiter. Und das bin ich ja bis heute noch. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mega auf dem Heaven-Fanboy-Trip bin und von ihm Aufmerksamkeit krieg. Also eigentlich nicht. Ja, bis man bei YouTube einfach das Erste hat, ist echt heftig. Apropos Gildenkämpfe, ja? Ich habe dich gesehen, aber ich habe dich nicht angegriffen. Du passt nicht so gut zu meinen guten Teams. Ich habe dich übersprungen. Und der eine Molong hat mich geraped. Das war voll gemein. Ich hätte ihn besiegt, aber der ist durchgedreht dann. Sonst war der easy, aber der eine Molong, Mann. Das war so gemein, Master. Und du hast einfach nicht zu mir gepasst. Du hast zu viel Stripper dabei, das mag ich nicht. Weiß ich nicht. 3 Defense von euch bekommen, ja. Du hast eine Verteidigung, die mir jetzt Respekt einflößt. Sagen wir es mal so. Überall, wo viele Stripper dabei sind und so, ist einfach zu unberechenbar immer, was dann passiert. Und gerade der erste Molong. Der hat auch geprockt wie die Seuche und dachte mir, oh Gott, das wird ein Gildenkampf. Gleich der erste, habe ich mein Wasserteam verloren. Dachte ja, das kann noch was werden. Dann musste ich mit Ciara und Iris und dem ganzen Shit noch später kämpfen und habe alles noch gerockt, ey. Gott sei Dank. 95! Von wem der Molong? Der ist ziemlich weit hinten gewesen, plus 1er. Molong Retash Perna war es, glaube ich. Also haben viele bei euch. Ich muss mal gleich gucken nach dem Fight. Gucken wir schnell. Ich weiß nicht, ob es Clap war. 104.000 Aufrufe? Was habe ich eigentlich? Keine Ahnung. Habe ich nicht mal ein 400.000er Special gemacht? Oder 300.000? Ah, 400.000 kommt bald. Ich habe 396.000. Ja, und ich war ja schon mal fast auf 1800 Abonnenten. Ich verliere ja auch gerade, weil einfach nichts mehr auf YouTube geht. Verständlich. Also, ich wäre auch kein anderer. Ich würde auch, wo nichts mehr kommt, würde ich auch deabonnieren. Aber ich sehe es ja nicht ein, einfach Gildenkampf-Videos oder irgendwie einen Content zu machen, das dann einfach 100 Leute angucken. Und dann kriegt man noch 2 Daumen nach unten und ist dann total mad. Kann ich nicht. Aber ist ja schön. Guck, wir haben hier 30 Leute jetzt da und wir labern chillig. So ist schön. So, dann gucken wir mal, wen ich da angegriffen habe. Warte. Banzai. Einer bei Soleil hat mich gefickt. Ja, Division einer. Es ist immer einer, der mich aufregt. DGP war auch easy zum Beispiel. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe einen extra angegriffen, weil ich will ja schon mal wissen, wie gut er war. Der hat auch geprockt, aber es kam nichts. 170 Molong, ja. Aber das Problem ist einfach, Retouch kam auch noch dran und hat
auf meinem Ariel rumgehackt und irgendwie hat der Nemesis dann nicht genug geprockt, dass Ariel dran kam. Und das war dann der RIP für meinen Molong. Die haben keine richtigen Deaths im GK. Echt? Aber die sehen schon so aus. Also, Banzai hat auf jeden Fall die richtigen Monster. Wer ein 170er Molong in die Death reinstellt, das muss eine richtige Death sein, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Also ich weiß ja nicht, wie viele Ressourcen ihr habt, aber ich würde jetzt behaupten, 170er. Es geht um die Monsterzusammenstellung. Weiß nicht. Hört sich nach einer Ausrede an. Weil Molong, Retouch, Perna ist ein normales Thema, oder? Und es hat auch voll viel Light and Dark, also. Also, ich bin jetzt auch kein Pro-Spieler mehr. Ich bin viel zu faul für alles, aber die Teams haben für mich jetzt schon vernünftig ausgesehen. Ja, ja. Es ist bei mir auch so. Also, wenn ich mit meinen zwei Teams reingehe und die Procs im normalen Rahmen bleiben, gewinne ich auch fast alles. Weil einfach, du kannst dich so gut vorbereiten und discountern und man verliert eigentlich nur wegen Procs. So war es bei dem Molong ja auch. Ich hatte immer das Mega, was einen demotiviert, wenn man nur wegen Procs verliert, aber an sich kann man ja nichts dafür. Es ist schon vornherein ja so bestimmt, so kommt es einem manchmal vor. So, wir haben übrigens noch 3 Minuten, dann müsste ich abdüsen. Also wenn ihr noch was Dringendes auf dem Herzen habt, Ideen für den nächsten Stream, bitte, aus der RTA. Gibt nix. Ja, wir könnten Ruhe noch 15 upgraden, aufs erste Mal, wie wäre das? Ja, auf jeden Fall, ich gehe mir davon aus, morgen wird noch ein Stream kommen. Danke für dein Kind von dir. Ja, wie regeln wir das? Weiß ich nicht. Du musst gerade vorbeikommen mal. Zehnmal gebrockt in Folge. Ja, immer gebrockt, dann wieder gebrockt. Da sind Sachen geflogen. Ja, also deswegen kann ich auch RTA nicht spielen. Weil erstens, man wird teilweise outgeplayed, wenn man selber Fehler macht. Und dann kommt noch das dazu, dass man auch noch durch Procs verliert. Die Kombination schaffe ich nicht. Ja, Vio Wusa kann man auch nicht unendlich. Der hat auch nur eine Chance auf einen Proc und dann im nächsten Zug halt nochmal. Klar, dann ist halt immer Immunity drauf. Das ist halt schon mega RIP. Aber wenn du keinen Stripper dabei hast. Und vor allem 4 Sleeps auf dem ersten. Ja gut, das ist halt einfach so ein Ding. Du musst verlieren. Das ist halt dann so. Gibt manchmal. Das merkt man auch im Gildenkampf. Wenn du von vornherein merkst, oh Gott, es geht kein Armor Break drauf, ums Freck nicht und die landen einfach alles. Ach ja, ihr wisst ja. Gibt manchmal so, solche Tage, da muss man einfach durchatmen und weitergehen. Im GK sind die auch auf 5 Turns reduziert. Echt? Wo stand das? Ich weiß ja, dass die Chance immer reduziert wird, aber dass die auf 0 ist irgendwann? Wo steht das? Ja, klar, die Chance wird irgendwann noch gering. Ja, das wusste ich schon. Aber 5 Weilenbrocks sind halt schon echt heftig. Also 5 Weilenbrocks von einem Molong. Uff. Da, sie sind irgendwann begrenzt, aber 5? 5 nicht, oder? Was ist 1 zu 10 Millionen? Really?
Ja, wenn man sie hat. Master. Wie machst du das eigentlich, dass du so viele LDs kriegst? Also ich habe keins. LD Net 5. Ja, Nu ist ein Lacker. Das haben wir ja definitiv schon festgestellt. Nu brauchst gar nicht ansprechen, weil während dem Ansprechen ploppt bei ihm eine LD-Rolle auf, die den auch eine Net5 gibt. Also nicht ansprechen. Aber gering, okay. Ja klar, irgendwann schon, ja. Die Chance wird ja pro Zug verringert. Die erste ist ja 22. Der müsste irgendwo stehen. Irgendwo war doch mal eine Tabelle. Fuck it. Fuck it. So, und der letzte Lesson Run verliere ich jetzt noch, oder? Ja. Yeah. Nice. Ja gut, im Moment spielen sich jetzt auch alle hoch, gell? So, also ich bedanke mich auf jeden Fall für den Stream. Danke, dass ihr da wart. War mega cool, dass so viele da waren. Mega, mega nice. Wir werden das mal nochmal wiederholen dieses Wochenende. Schönen Start ins Wochenende. Schönen Freitagabend. Ich hoste euch mal zu Volado. Sagt ihr mal alle Hallo von mir. Ja, man sieht sich die Tage. Nicht gutes Schaffen. Ich gehe auf Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier. Nicht so viel saufen. Also, macht's gut. Bis die Tage. Ciao.